Heute gibt es Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle, allerdings das komplette Spiel in einem Video. Abonniert unbedingt meinen Kanal und schreibt einen Kommentar, damit YouTube das Video der ganzen Welt vorschlägt. Viel Spaß mit dem Video. Grüß dich, es freut mich, dich kennenzulernen. Ja, mich freut das eher weniger. Oh, Professor Eibe, was geht, Mann? Lange nicht gesehen. Wie lange ist es her? 15 Jahre? Müsstest du nicht schon lange im Altersheim sein? Okay, es sollte keine Überraschung sein, denn der Charakter in meinen Pokémon-Spielen heißt immer Kiara. Also haben wir hier auch Kiara. Und natürlich, Leute, ich weiß. Auch in diesem Spiel nenne ich meinen Rivalen... Was? Den Namen kannst du nicht verwenden? Aber ich nenne meinen Rivalen immer Arsch. Okay, was ist, wenn ich so mache? Okay, nein, schade. Okay, und was ist, wenn wir es einfach so machen? Dann nennen wir ihn halt Anus. Was? Dieses Spiel ist so ein Nichtsgönner. Okay, dann nennen wir ihn halt so. Meine Güte. Ja, er heißt jetzt Hinterteil. Ey, schaut euch mal den Fernseher an, Alter. Der kommt aus der Steinzeit. Aber trotzdem hat er schon HDMI-Anschlüsse. Merkwürdig. Und das bin einfach ich, Alter. Ich bin ja voll süß. Oh, und die hat nicht mal diese Bigfoot-Hände. Okay, Mama. Wann gibt's Essen? Ich hab Hunger. Mach mal, los. Kiara, Hinterteil war eben kurz hier und hat doch dir gesucht. Oh Mann, ey. Das wird auf jeden Fall noch lustig werden. Und Alter, wie ich mich einfach hier am Boden spiegeln kann. Boah, ich bin so sexy, ne? Okay, komm, wir gehen natürlich erstmal zu den Rivalen, denn wir wollen ja auch das Hinterteil sehen, nicht wahr? Rums! Wait, es macht nicht mehr Bums? Boah, das Spiel ist so schlecht, Alter. Wie konnten die das einfach ändern? Ja, okay, Hinterteil, ich komme ja schon. Was? Junge, geh einfach weg. Okay, kann ich hier irgendwas klauen? Der hat auch eine Switch. Was ist, wenn ich jetzt aber mitnehme? Dann habe ich zwei. Da kann ich aber mit mir selber kämpfen. Sag mal, du hast doch auch den Bericht im Fernsehen gesehen, oder? Ach, du meinst den Bericht über die 100 schönsten Hinterteile? Ja, ja, du warst auf Platz 1. Okay, sorry, Leute. Ihr könnt jetzt aber nicht erwarten, dass ich nicht alle 10 Minuten einen Joke darüber bringe. Okay, da sind wir aber am Wahrheitsufer. Der alte Rentner ist auch schon am Start. Lucius auch, okay. Jetzt lassen die einfach so mal ihren Koffer liegen. Ich werde nicht sagen, ne? Wäre das Mr. Beast, dann wären da jetzt wahrscheinlich $10.000 drin. Hä, Kiara, los! Ja! Eben, da ist Geld drin. Los geht's. Das ist meine, okay? Wer es findet, darf es behalten. Okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, ein Starter-Pokémon zu wählen. Boah, das ist ziemlich schwer, denn ich mag eigentlich alle von den drei Starter. Die sind alle cool. Okay, weißt du was? Ich kann Pinguin einfach nicht widerstehen. I'm sorry, aber ich brauche sie. Komm, meine. Okay, den kleinen Vogel werde ich auf jeden Fall platt machen. Och, wie es sich freut. Ist das nicht süß? Es ist männlich, verdammt. Okay, und warum wird dann Meisterball angezeigt? Was zum Teufel? Okay, wir machen einen kleinen Klaps. Bam! Und... Bam! So, das war's mit dem Vieh. Okay, darf ich jetzt endlich mal das Geld an mich reißen? Komm, das gehört mir. Ich hab's gefunden, Mann. Okay, nimm mit. Ich hab keine Lust, im Knast zu landen, Mann. Ich hab noch zu viel in meinem Leben vor, also auf Wiedersehen. Ich finde das voll süß, wie die laufen. So, als wären die übelst wütend. Das ist doch der Typ von vor. Da steht einfach Hinterteil. Oh Mann, ey. Also ich würde jetzt gerne die Texte lesen, aber ich kenne die Texte halt alle schon. I'm sorry, aber es juckt mich jetzt garantiert nicht, wie der mir sagt, oh mein Gott, du hast unseren Koffer gefunden, du hast ihn wiedergebracht. Was bist du für ein Idiot? Hättest du lieber behalten sollen. Alter, wir sehen einfach aus wie die gleiche Person. Nur, dass sie halt Kokosnusskopf ist und ich bin halt hübsch. Hauptsache du und dein Hinterteil seid wohl auf. Ich werde den Namen niemals bereuen. Route 201. Wir ignorieren einfach da... Oh! Ein Pokémon? Ein Bidizar! Oh mein Gott! Alter! Krass, das Ding wird bestimmt die ganze Welt verändern. Und könnt ihr bitte mal diese verdammten Meisterball da wegmachen? Was soll denn das? Und da ist es auch schon weg. Bye bye. Mein Klaps war ein bisschen zu stark. Okay. Und nein, ich werde mir kein Bidizar ins Team holen. Warum ist da ein verdammter Meisterball? Ich habe ja nicht mal Pokebälle. Alter, wie der Boden einfach spiegelt. Hier hat aber jemand richtig heftig poliert. Lass mich bitte einen Blick auf das Pokémon. Oh, stimmt. Ich musste mir einen Spitznamen geben. Es ist männlich. Mein Name passt nicht. Wartet. Jetzt hat mein Starter einfach gar keinen Spitznamen. Das stört mich jetzt. Aber ich wollte ein weibliches Plinfar. Weil ich hatte schon einen schönen Namen für das Ding. Okay, wo kann... Oh mein Gott, das Pokémon Center ist so hübsch. Wo kriege ich jetzt einen Spitznamen her? Spitzname? Ich will Schwert und Schild wieder zurück haben. Okay. Hallo Mami, es fällt mir wirklich schwer, dir das zu sagen, aber ich werde nie wiederkommen. Ich werde jetzt einfach mein Leben chillen. Ich werde andere Leute zusammenschlagen. Ich werde wahrscheinlich anfangen zu rauchen. Und im Allgemeinen werde ich eine große Enttäuschung für dich sein. Also bis bald. Okay, Route 202. Ach, jetzt gibt es erstmal das Fang-Tutorial, oder? Na, okay, dann los geht's. Und oh mein Gott, ein Bidizar. Boah, das Ding wird irgendwann die Welt verändern. Warum ist da kein Meisterball? Was soll das? Wieso? Ich habe noch nicht mal Pokebälle, verdammt. Ja, der hat nur 10.000 Poke-Dollar. Du bist so arm, Alter. Oh, jetzt habe ich Pokebälle. Ein Shinux! Alter, direkt auf der ersten Route ein Shinux, oder was? Ach, und jetzt ist da auch ein Pokéball. Warum wurde ich von dem Spiel betrogen? Komm, friss meinen Pokéball, okay? Jawoll!
Ich habe einen Shinox. Wie geil. Okay, Leute, es muss einfach sein, okay? Wir hatten in meiner Diamant und Perl Hardcore Challenge Sparky. Also haben wir auch jetzt Sparky, okay? Er ist wieder von den Toten zurückgekommen. Oh nein, der erste Trainerkampf. Okay, los geht's. Du bist ein Pokémon-Trainer und ich bin ein Pokémon-Trainer. Alter, woher weißt du das? Ich wette, der hat einfach die Grundschule übersprungen und ist direkt ins Gymnasium gekommen. Das ist aber viel zu intelligent für diese Welt. Okay, oh mein Gott. Gunther. Okay. Er hat einen Starralili. Krass. Okay, und ich habe einen süßen kleinen Pinguin. Der freut sich den ganzen Tag. Und weißt du, was der jetzt machen wird? Der wird aber eine Aquaknarre machen. Und dann bist du weg. Okay, auf Wiedersehen, Zwerg. Lass mich jetzt in Ruhe. Och nein. Okay, sie hat einen Bidiza. Wow. Mann, die werden ja immer stärker. Und da sind wir auch schon in Jubelstadt. Ich hoffe, ich kann hier irgendwo meinen Pokémon Spitznamen geben. Aber wo bekomme ich jetzt Spitznamen her? Oh, der Poketech. Oder Pocketch. Warte, aber es gibt keinen unteren Bildschirm. Oh, schaut mal, ich habe jetzt einen Taschenrechner extra für den Unterricht gekauft. Nice. Und wie werde ich den Mist jetzt wieder los? Kannst du bitte wieder gehen? Wie schalte ich das Ding aus? Also jetzt Real Talk, wie werde ich das wieder los? Oh, er ist weg. Okay, jetzt lass mich mal weitergehen. Hier auf Route 203. Lass mich raten, wir müssen kämpfen. Ja, wer hätte das gedacht? Der Rival ist auch in diesem Spiel wieder ultra nervig. Jetzt darf ich den mit einer Wasserattacke besiegen. Da hätte ich mir auch was Spaßigeres vorstellen können. Liebes Hinterteil, ich habe keine Lust mehr. Ich habe jetzt schon 9-mal Aquaknarre eingesetzt und du bist immer noch am Leben. Meine Güte, ey, der Typ ist jetzt schon schlimmer als Hopp. Und ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist. Auf Wiedersehen, Hinterteil. Oh, wow, eine weitere Trainerin mit einem Bidiza. Und sie hat direkt 3 Pokémon auf Level 4. Mann, ich habe voll vergessen, dass es auf den ersten 20 Routen nur Bidiza und Stachelili gibt. Aber hier gibt es doch bestimmt ein cooles Pokémon, oder? Und Alter, was ist denn das für ein Neckbeard? Oh, und hier kann ich jetzt Attacken einsetzen. VMs. Also zumindest dachte ich das. Nein, jetzt habe ich auch noch einen Babysitter oder was? Aber der ist doch locker 4 Jahre alt. Jo, was geht? Sieh dir das mal an. Was denn? Kannst du jetzt Zaubertricks? Oh mein Gott, Alter, der hat das Ding einfach weggepuncht. Ich hab's auch probiert, aber ich bin wohl zu schwach. Vielleicht sollte ich mehr ins Fitnessstudio gehen. Okay, dann auf in die Arena, Mann. Ich will meinen ersten Orden haben. Irgendwie sieht der voll knuffig aus. Okay, es geht los. Okay, jetzt ist er nicht mehr knuffig. Er hat 2 Pokémon und ich werde höchstwahrscheinlich beide mit einer Aquaknarre besiegen können. Aquaknarre, bumm, tot. Er greift nicht mal an, ey. Der hat gar keinen Bock. Der hat einfach schon aufgegeben. Und auf Wiedersehen. Es hat überlebt, weil es Robustheit hat. Er setzt Trank ein. Du bist so ein Keck, Alter. Was ist mit dir? Bro, stell dir vor, du machst einfach keinen einzigen Angriff. Ballerst Tarnsteine raus, obwohl der... So, warum? Und dann setzt du einen Trank ein, obwohl du schon lange verloren hast. Meine Güte, was war denn das für ein Kampf, ey? Du glaubst, du kannst das nächste... Was, der hat 3 Pokémon? Boah, ich dachte, der hat 2. Wäre natürlich... Oh mein Gott, ein bisschen schade, wenn ich das mit einer Aquaknarre besiegen könnte, oder? Keine Chance, du hast noch nicht gewonnen. Wir geben nicht auf. Du hast schon aufgegeben, als du Tarnsteine eingesetzt hast. Also bitte. Ach du... Bro, das hat ultra viel Schaden gemacht. Sparky, bitte rette mich. Ich will nicht verlieren. Ich habe das nicht verdient. Darmfalze! Ich wurde zerstört. Ich wurde so heftig zerstört gerade. Oh mein Gott, jetzt hat er mir mein ganzes Geld weggenommen. Okay, das gibt Rache. Okay, liebes Plinfer ohne Spitznamen, mach eine Aquaknarre, knall das Ding mit einem Schlag weg. Und er setzt wieder Tarnsteine ein. Ja, ja, er hat wieder aufgegeben. Komm, mach kurz einen Prozess mit dem Vieh. Achso, da war ja was. Er setzt wieder Trank ein. Ich habe gerade irgendwie so ein Déjà-vu. Auf Wiedersehen, Onix. Und das Vieh wird auch absolut keine Chance haben, okay? Da kommt wieder die Kopfnuss. Die Kopfnuss macht wieder mehr als die Hälfte Schaden, weil er einen Volltreffer bekommt. Dieses Spiel ist absoluter Betrug jetzt schon. Weißt du was? Ich bin einfach super schlau. Ich wechsle in Sparky ein. Und dann werde ich mit Sparky einfach einen Trank machen und Plinfer heilen. Tja, und dann bin ich auch schon wieder hier. Was hast du dazu zu sagen, ha? Und... Ja, siehst du, easy, weggesteckt, gar kein Problem. First try. Ich habe nicht mal das Spiel gespielt. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt schlecht, lieber Fight. Das war einfach ein richtig schlechter Fight. Haha, das ist beschämend. Das sollte es auch sein, Mann. Gib mir einfach deinen Ort, kündige deinen Job und dann geh einfach in irgendeine andere Generation. Du hast hier nichts verloren. Okay, eine Sache interessiert mich jetzt. Ich kann die Orden nicht mehr putzen. Dieses Spiel ist eine 0 von 10. Die entfernen einfach mein Lieblingsfeature aus dem Spiel. Was soll denn das? Okay, jetzt wo wir das geklärt haben, können wir auch wieder zurückgehen. Aber natürlich nicht, bevor mich mein Hinterteil wieder einholt. Route 207, ich weiß, da ist aber nichts, oder? Naja, das finden wir doch gleich mal. Okay, nein, ich habe jetzt keinen Bock, bis dahin zu latschen. Okay, was sind das für Kokosnussköpfe? Diese zwillichten Gestalten hier geben einen ziemlichen Unsinn von sich. Das ist unerträglich. Ja, wieso steckst du nicht aber deinen Kopf in die Toilette? Also, das macht man so mit Kokosnussköpfen. Chiara, komm, wir beide knöpfen uns diese Typen jetzt mal vor. Jetzt werde ich zum Mobber oder was? Na, da bin ich doch direkt dabei. Okay, dann kämpfen wir gegen Kokosnussköpfe. Let's go. Ein Zubat und ein Wumpel. Was ist mit euch los? Plinfer versucht Piekser zu erlernen. Warte, Plinfer entwickelt sich bald. Und das, obwohl es noch nicht mal einen Spitznamen hat. Naja, auf Wiedersehen, Kokosnussköpfe. Du bist Lana. Kannst du bitte meinem Pokémon einen Spitznamen geben? Bitte. Nee, 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 nee. Spitzname, Spitzname, bitte.
Komm. Du blöde Kuh, komm zurück, ich brauche einen Spitznamen. Ich kann mein Pokémon freilassen, ihm aber keinen Spitznamen geben. Was ist denn mit dem los? Wieso bewegt er sich so merkwürdig? Alles in Ordnung bei dir? Wieso bewegen die sich so merkwürdig? Könnt ihr euch mal wie normale Menschen bewegen? Okay, da sind wir in Flori und oh, hier gibt es ein ganz bestimmtes Pokémon, das ich fangen will. Aber die Kokosnussköpfe sind im Weg. Wobei ich nicht mal eine Ahnung habe, ob man das Pokémon hier überhaupt fangen kann. Oh, es ist soweit. Mein Plinfer entwickelt sich. Cool. Sorry, dass du immer noch Plinfer heißt, aber ich bin nicht schuld, okay? Schaut euch dieses wundervoll... Okay, eigentlich ist es hässlich. Aber schaut es euch an, okay? Es ist ein Pinguin und Pinguine sind cool. Yo, ein Pachirisu, Alter, was geht? Das ist cool. Aber man braucht hier kein Elektro-Pokémon. Vor allem, weil ich mir dann noch ein Pflanzen-Pokémon fangen will. Oh ja, wenn ihr wüsstet, welches das ist. Wag es bloß nicht, in das Windkraftwerk zu gehen. Wieso haften hier Eltern für ihre Kinder oder was? Ist mir doch egal. Für mich aus kann die Alte in den Knast gehen. Ausnahmsweise mal kein Bidizer oder Stachelilli mehr. Leute, es geht langsam voran. Okay, lass mich jetzt mal... Ach, ich brauche einen Schlüssel. Oh, die Tür ist ja voll cool. Aber da ist kein Schlüssel noch, nur mal so. Man kann ja nicht an alles denken, nicht wahr? Und das sind die beiden Kokosnussköpfe. Und genau deshalb werde ich wohl immer nur ein unbedeutender Kokosnusskopf bleiben müssen. Da hast du absolut recht. Gib mir dein Geld. Ach, der andere ja auch noch. Stimmt, da war ja was. Ich habe, by the way, Sparky noch kein einziges Mal eingesetzt. Es wird aber die ganze Zeit durch den unsichtbaren EP-Teiler mitgelevelt, deswegen. Das war's hier für uns. Lass uns zurück zum Windkraftwerk gehen. Wenn ihr wüsstet, wo ich gleich hingehen werde. Okay, wir haben den K-Pop-Schlüssel erhalten, danke. So, und weißt du was? Wir nehmen uns den Baum. Und wie kann ich hier jetzt Honig dran schmieren? Ah. Okay, und jetzt? Muss ich jetzt warten? Okay, ich komme später nochmal zu dem Baum zurück. Aber erstmal muss ich da rein. Ah, nicht du schon wieder. Oh, er geht von selber, danke. Selbst dieser Grafik einfach total knuffig aus. Ich will sie einfach nur knuddeln. Commander Mars, komm einfach zu mir. Los. Okay, es geht los. Die sieht irgendwie lustig aus. Oh mein Gott, Mars, was haben sie nur mit dir gemacht? Wie kannst du es wagen, meinen Pokémon derart zu behandeln? Also ich glaube nicht, dass du deine Pokémon besser behandelst. Ich kann mir sogar vorstellen, dass du die zusammenschlägst jeden Tag. Ich meine, irgendwo musst du deine Wut ja rauslassen, wenn man so eine Frisur hat. Tja, aber ich bin cool, ich habe Trank und ich habe Geld. Und was hast du? Ja, eine schreckliche Frisur, ich weiß. Ich habe verloren, unfassbar, du dreiste Rotznase. Und sie gibt mir 1500 Poké-Dollar. Wenn du willst, kannst du die gerne zurückhaben, dann kannst du zum Friseur gehen. Aber mir kann das egal sein. Alles, was für mich jetzt zählt, ist mein schöner Honigbaum. Und hängt schon Pokémon dran? Nein? Aber jetzt, oder? Nein? Wo ist mein verdammtes Pokémon? Und wie sieht's jetzt aus? Ja, geil, bin ich jetzt umsonst ins Bett gegangen, oder was? Okay, da komme ich wohl nächste Woche nochmal zurück. Folge Hinterteil nach Rewe, genau. Ich will weinen. Hier ist auch noch einer. Kann ich da Honig dran machen? Verdammt! Ah, verdammt! Wie wär's mit einem schnellen Kampf? Du hast doch bestimmt eh noch Bidizer oder Stachelili. Erst verliere ich die Orientierung und nun auch noch den Kampf. Ja, stell dir vor, du verlierst jetzt noch dein ganzes Geld. Oh. Oh, Sparky entwickelt sich. Ey, das habe ich ja voll vergessen. Ich habe Sparky einfach bisher ein einziges Mal genutzt. Naja, was willst du machen? So ist das Leben manchmal. Und da haben wir ein süßes Sparky mit Bart. Und warte, wir sind jetzt hier im Ewigwald. Reiser. Boah, dich habe ich voll vermisst. Ja, Mann, lass uns zusammengehen. Ich habe auch Angst. Ich habe Angst vor den ganzen Bidizer und Stachelili in diesem Spiel. Naspi-Rohr! Es gibt keine Mega-Entwicklung. Ach, was für eine Enttäuschung. Ein Knospi! Es ist nicht das, was ich wollte, aber es ist das, was ich mir schnappen werde. Aber erstmal müssen wir das Haspi-Rohr loswerden. Platscher, wow. Okay, wir haben ein süßes Knospi gefangen. Nein! Ich werde es niemals in meinem Leben benennen können. Reiser, hast du irgendwie ein Problem oder was wird das gerade? Reiser ist irgendwie merkwürdig. Ich habe sie anders in Erinnerung. Und jetzt sind wir hier in Ewiggenau. Wäre ein bisschen cooler, wenn die Stadt wo Ingenau heißen würde, aber man kann ja nicht alles im Leben haben. Oh, aber warte, das bedeutet, ich muss die ganze Arena-Leiterin mit Piekser besiegen. Aber was soll ich machen? Ich habe noch kein Feuer-Pokémon oder so getroffen. Und der verdammte Baum wollte mir ja kein Pokémon geben. Wann lernt mein Priprin eigentlich fliegen? Ich meine, Pinguine können doch fliegen. Und tanzen. Und ich wette, ihr schreibt dann alle in die Kommentare, Mann, Bliss, auf jeder Route gibt es ein Feuer-Pokémon. Ja, sorry, Mann. Bei mir kommen nur Bidizer und Stachelili, okay? Und die nächste Trainerin. Meine Güte, was ist das für ein schönes Model? Wow. Oh. Oho. Ich bin beeindruckt. Oh, Cynthia, was geht? Die habe ich ja voll vergessen. Ich würde jetzt gerne schockiert tun, aber das Spiel ist 15 Jahre alt, deswegen. Es tut mir leid, Cynthia, aber du bist absolut nichts Besonderes mehr. Okay, Route 211. Bitte gib mir ein gutes Pokémon. Ein Bidizer! Wer hätte es gedacht? Noch ein Bidizer. Cool. Ein Mediti. Yo, warte, warte, warte. Das will ich haben. Mediti ist voll cool. Dann habe ich auch ein Psycho-Pokémon. Alter, bin ich gut. Ich glaube, Sparky wird das einzige Pokémon sein, das einen Spitznamen bekommt. Na gut, ich bin bereit. Kämpfen wir gegen die alte Svetlana. Die ist aber echt knuffig, muss ich sagen. Achso, Silvana, okay.
Ich nenne dich trotzdem Sledwana. Warum ist jeder in diesem Spiel ein verdammter Kokosnusskopf? Wer hat sich das ausgedacht? Oder ob ich einfach mal eine Konfusion mache und dich wegklatsche? Boah, das macht gar keinen Schaden. Zauberschein! Die hat eine Feenattacke! Die ist einfach schlauer als ich. Die hat mich durchschaut. Mein Medity ist einfach tot. Bro, wie schnell ging das denn bitte? Da muss wohl doch alles Pliprin machen. Es tut mir leid. Dann mache ich einfach mal ganz normal einen Piekser und mache einfach mehr Schaden als Medity. Oh Gott, ich werde einfach Tuit KO'd. Das ist ganz schlecht. Pliprin, bitte. Kraftschub. Nice, es ist tot. Los. Und das war's mit dem Chillers. Boah, das war jetzt gruselig. Aber schön, dass die Arenaleiter immer noch dumm sind. Oh Gott, sie hat eine Roserade, stimmt. Piekser! Lo! Strauchler! Wie soll ich denn die besiegen? Okay, ich gebe zu, die Arenaleiter sind doch ein bisschen schlauer und stärker als gedacht. Aber wer hätte gedacht, dass der Typ einfach so eine Feenattacke hat? Ach man, die wollen unbedingt, dass ich verliere, ha? Huh? Und das nur, weil dieser verdammte Honigbaum mir einfach kein Pokémon geben will. Geil, Mann, die Carpador-Trainer. Mann, wie ich die vermisst habe. Naja, was tut man nicht alles, um seine Pokémon zu leveln? Okay, ich bin bereit mit einer neuen Strategie. Und da ich jetzt weiß, dass Kikugi einfach so Feenattacken hat, werde ich natürlich mit Pliprin starten. Ein bisschen Piekser machen. So, komm. Sie setzt Supertrank ein! Du Betrügerin! Sie hat meine Strategie zerstört. Das wird kein Tuit-KO, ich muss auswechseln. Die Alte hat mich einfach verarscht. Okay, aber solange es keine Bodenattacke einsetzt, ist ja alles gut. Und sie setzt schon wieder Supertrank ein. Du bist so eine blöde Kuh. Ja, geil, jetzt wird Sparky sterben oder was? Komm, wir schaffen das. Außer sie setzt noch einen dritten Trank ein, dann werde ich aber richtig wütend. Okay, dann werde ich Knospi reinschicken und werde beten, dass der Absorber zumindest diesen Schaden machen kann. Komm schon. Jawoll! Knospi, du bist einfach super gut. Okay, ich kann ja absolut gar nichts machen. Ich muss halt einfach hoffen, dass ich das Ding mit zwei Psychstrahlen kaputt machen kann. Komm, Mediti, ich vertraue dir, du schaffst das. Mach es platt. Psychstrahl, los geht's. Es macht starre Spore. Wetten, ich greife jetzt nicht an. Es greift an. Mediti, Psychstrahl, let's go. Das wird nicht mein Fault KO. Wen willst du gerade verarschen? Das Ding ist ja ultra broken. Strauchler, das war's mit Mediti. Das war's ja wirklich. Was zum Teufel? Natürlich kann ich nicht angreifen. Das ist absoluter Betrug. Weißt du was? Ich werde jetzt Feuer-Pokémon suchen. Und es ist mir absolut egal, ob es hier keine gibt. Ich werde jetzt ein Feuer-Pokémon bekommen, okay? Und Chalelos, du kommst ins Team. Ach ja. Ja, mein Chalelos. Geil, Mann. Weißt du was? Ich lasse es diesmal einfach. Es hat eh keinen Sinn. Oh, cool, ein Bidiza. Yay. Okay, ich habe zwar kein Feuer-Pokémon gefunden, aber ich habe trotzdem eine Strategie. Und meine Strategie ist es, einfach nur am Rennerbären meinen Pokémon zu geben, damit sie nicht paralysiert werden. Oh, die Attacke ist daneben gegangen. Okay, ich kann es besiegen, ich kann es besiegen. Ich habe es besiegt. Das heißt, wir haben Pliprin immer noch bei dem Roserade. Das ist super. So, da ist es. Diesmal mit dem Unterschied, dass ich einfach noch Pliprin habe. Okay, das war's mit Pliprin. Du machst Psychstrahl. Das Ding kann dich nicht... Es setzt direkt starre Spore ein. Du bist so eine eklige, weißt du das? Ich bin schlauer als du, deswegen frisst du jetzt die Beere. Zack, wieder weg. Ich kann Psychstrahl machen und sie muss in der nächsten Runde wieder starre Spore einsetzen. Seht ihr das, wie sie es einfach schon wieder macht? Die macht einfach schon wieder starre Spore. Und natürlich trifft es. Lass mich doch einfach in Ruhe. Natürlich hat die auch noch eine Beere. Ich glaube, es hackt bei der. Was soll denn das? Ja. Geil. Ja, okay, das war's wohl. Ich habe die absolut meisterhafte Strategie entwickelt, wie man diese alte Frau besiegen kann. Erst einmal meine Idee, komm, das ist eine Pflanzenarenenleiterin. Wie wär's, wenn wir uns einen Starralilli fangen? Und ratet mal. Genau, ich habe 20 Minuten lang gesucht und ich habe keinen Starralilli gefunden, obwohl das alles ist, was ich jemals in meinem Leben dort gesehen habe. Ich habe mich absolut verarscht gefühlt und erstmal bin ich auf mein Leben nicht mehr klargekommen. Doch dann kam mir die Idee. Aber erstmal wollen wir natürlich ganz normal ihr Pokémon besiegen, ja. Nur ihr Roserade ist ein Problem, den Rest kann ich einfach so mit Piekser platt machen. Ja, okay, das war's auch schon mit Pliprin. Ich denke mal, ich muss meine Strategie schon ein bisschen eher enthüllen. Aber das ist okay. Denn wie ihr wisst, hatten wir ein Mediteam-Team und ja... Jetzt haben wir ein zweites Mediteam-Team. Ganz genau. Wir haben jetzt hier Svetlana im Team. Und ich denke mal, die beiden werden das auf jeden Fall hinbekommen. Denn was ist besser als ein Mediti? Ganz genau. Zwei Mediti. Oh, die setzt Supertrank ein. Ich hoffe mal, das zerstört jetzt nicht meinen Plan, weil das hier ist jetzt leider nicht effektiv. Ich hab's verwirrt. Und das war's. Wir haben Chillers besiegt. Jetzt kommt nur noch Roserade und das Ding werde ich einfach so wegklatschen können. So, da ist auch schon das Monster. Blütenwirbel. Okay, das war's dann leider mit Mediti. Aber kein Problem. Svetlana ist hier, um den Kampf zu retten. Da kommt Strauchler. Oh mein Gott, das macht so übertrieben viel Schaden. Ich werde nicht mal damit gewinnen, oder was? Ich habe sie verwirrt. Okay, Leute, jetzt kommt es auf alles. Achso, sie hat eine Zitrobeere. Egal, die ist verwirrt. Ich werde Scanner einsetzen. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ja, es hat sich selber geboxt. Oh mein Gott, macht das viel Schaden. Okay, ich werde auswechseln. Sie ist nicht mehr verwirrt.
Dieses Spiel ist so ein Betrug. Okay, ich werde Svetlana einfach heilen. Ich werde kein Risiko eingehen. Ja, das... Schalelos hat überlebt? Komm, mach Lebensschal... Das war so klar. Psystrahl, los geht's. Er setzt Stachelspruch ein, das ist optimal. Ich habe meine Beere, das heißt, ich werde wieder geheilt. Komm schon, und... Noch ein Psystrahl. Oh nein, sie wird Supertrank einsetzen, oder? Du bist so eine Betrügerin. Ich hoffe wirklich, dass dir die Ärmel beim Händewaschen runterrutschen. Starre Spore schon wieder. Svetlana, komm, 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 komm. Komm. Ja! Es geht durch. Okay, komm, 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 komm. Mach's platt. Okay, es macht Strauchler. Das ist egal. Den überlebe. Oh, mich auf jeden Fall. Die Paralyse. Das ist so ehrenlos. Und ich kann die Gunst der Stunde nutzen und Svetlana heilen. Wenn die cheatet, dann cheate ich auch. So, natürlich wollen wir auch noch die Paralyse heilen. Zack. Svetlana, du schaffst das. Es ist daneben gegangen. Das war's. Ja! Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich gerade bin, dass ich diesen Kampf endlich geschafft habe. Das war einfach der schlimmste Kampf, den ich jemals in meinem Leben durchstehen musste. Vergesst die ganzen Hardcore-Nuzlocks, die ich gemacht habe. Das war der schwierigste Kampf aller Zeiten. Und ich habe es nur durch Svetlana geschafft. Oh mein Gott. Okay, ich bin mal weg. Und ich werde nie wiederkommen. Aber ich hätte ganz gerne ein Fahrrad. Wo ist der Fahrradverkäufer? Wait, ich kann einfach ein Fahrrad klauen. Jupiter, lange nicht gesehen. Ich hoffe, du siehst besser aus als Mars. Irgendwie siehst du trotzdem merkwürdig aus. Und liebe Jupiter, ich weiß nicht, ob man dir das schon mal gesagt hat, aber... Vielleicht sollst du dir noch mal eine neue Hose kaufen, weil die ist da so ein bisschen kaputt. Oh, sie hat einen Skuntank. Ah, Lori, was geht, Mann? Stinkst du wieder alles voll? Es kann Flammenwurf! Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich sollte unbedingt mal zum Friseur gehen. Da hast du absolut recht, Kokosnusskopf. Naja, jetzt bitte geh einfach wieder. Ich hab Hunger, okay? Wisst ihr, was ich nämlich eigentlich wollte? Genau, so ein verdammtes Fahrrad. Her damit. Oh, wir gehen spazieren. Wird er mich jetzt entführen oder was ist das? Bei der Farbe deines Fahrrads hat sie die Qual der Wahl. Na, das ist doch wohl absolut klar. Ich will einen grünen Lamborghini, aber bis ich mir den leisten kann, muss wohl ein grünes Fahrrad her. Ja, Mann, ich kann Fahrrad fahren. Was? Der Namensbewerter! Jawoll! Ich habe mein ganzes Leben drauf gewartet. Ich weiß, mein Priebling ist männlich, aber Namen kennen keine Geschlechter. Wir haben jetzt Sena im Team. Warte, ich dachte, das wäre der Untergrundtyp. Ach, du bist das. Ups. Will der mich jetzt entführen? Wie jetzt? Der entführt mich jetzt in der Höhle, oder was? Ich bin 10! Ui! Wie er wirbelt! Ich will das auch. Ey, wieso teleportiere ich mich nicht? Ich werde nichts sagen, aber der Untergrund war damals das beste Feature aller Zeit. Ich habe einfach an so vielen Tagen stundenlang mit Freunden im Untergrund gechillt. Wir haben uns gegenseitig immer die Fahnen geklaut. Das war so cool. Aber ich habe keine Freunde mehr. Deswegen kann ich das leider nicht genießen. Los, wähle eine Hand. Nehm niemals die rechte Hand von dem Typen. Warte, wo muss ich gerade hin? Okay, stimmt. Wir müssen nach Herzhofen. Das bedeutet... Nee. Oh mein Gott, Son Goku mit blauen Haaren, was geht? Weißt du, wie unsere Welt entstanden ist? Ja, Hinterteil hat einen riesigen Berg gemacht und auf einmal war alles da. Hallo? Mein Spiel ist hängen geblieben. Oh, okay. I, bitte, lass mich... Habt ihr es gesehen? Er hat gezuckt. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Okay, warte, ich komme nochmal wieder. Okay, ja. Was? Das ist ein Betrüger, habt ihr das gesehen? Warum könnte einfach so wilde... Natürlich ein Bidiza. Kannst du dich bitte umdrehen? Jawohl! Ich habe mich noch nie so verarscht gefühlt. Und er will mir auch noch mein Essen wegnehmen. Hallo? Darf ich auch mal wieder spielen? Okay, hier ist die Arena. Ich bin bereit. Aber die Arena ist nicht bereit für mich. Dann halt nicht. Ey, Kokosnusskopf, was geht? Ey, ich meine, hi, Mom. Na, wie geht's dir so? Lange nicht gesehen. Ich habe schon mit Rauchen angefangen, also keine Sorge, Mann. Ich werde mein Leben schon versauen. So wie du dir es immer gewünscht hast. Ah, stimmt, ich musste in diese Kampfarena. Nein! Och, Hinterteil, warum? Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Auf Wiedersehen, Hinterteil. Cowgirl Alina. Und sie hat einen Bidiza. Wer hätte das gedacht? Dieses Spiel hat ein ganz, ganz großes Problem und dieses Problem heißt Bidiza. Die hat noch einen Bidiza, das denkst du dir halt nicht aus. Die hat noch ein drittes Bidiza? Ach, komm schon! Es muss doch langsam mal reichen, oder? Jeder einzelne Trainer hat Bidiza. Was? Boah, dass das gerade wirklich passiert ist, Alter. Oh, endlich bin ich hier. Cool. Alter, hier gibt es super billige TMs. Donnerblitz! Und das für 3000 nur? Psychokinese! Okay, Sparky erstmal Donnerblitz beibringen. Geil, Mann. Fahrstuhl. Und es gibt sogar einen Butler hier im Fahrstuhl. Ich will auch einen eigenen Butler im Fahrstuhl. Naja, nochmal kurz heilen gehen. Und dann bin ich auch bereit für die nächste Arena-Leiterin. Okay, geht los. Kämpfen wir gegen Arena-Leiterin Hilda. Sie trägt keine Socken, nur mal so. Und sie hat einen Mediti. Aber sie hat keine Svetlana. Außerdem habe ich jetzt Was? Blitz? Warum? Hast du nichts zu tun? Außerdem habe ich Psychokines.
Das ist nicht dein Ernst. Ableithieb. Oh, das hat einfach die Hälfte an Schaden gemacht. Lichtschild. Jetzt macht ihr auch noch meinen Spezialangriff runter. Jetzt, schaut euch das an. Ich mache einfach gar keinen Schaden. Oh mein Gott, jetzt muss ich schon Beleber benutzen. Die Arenaleiter wurden definitiv stark gebufft. Jetzt macht ihr auch noch Protz, um ihren Angriff zu steigern. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, die will Schläge oder so. Und jetzt kommt auch noch Lichtschild. Die hat echt keinen Bock zu verlieren. Boah. Alter, macht das viel Schaden. Okay, die sitzt im plus 2. Egal, die ist paralysiert. Das heißt, ich bin schneller. Komm schon. Und jetzt ist der Schaden von meiner Psychokinese wieder da, oder was? Ja, die ist aber wieder komplett aufgefüllt. Ja, und trotz der Paralyse trifft die ganze Zeit, oder was? Komm, mach sie fertig. Ich habe keine Lust mehr. Oha, Sparky, was ist denn hier los? Den Marshock, okay. Dann machen wir doch direkt nochmal einen Donnerblitz. Alter, wieso macht Sparky so viel Schaden? Dampfwalze! Warum hat das Ding eine Bodenattacke? Initiative sinkt, jetzt bin ich langsamer, oder was? Ja, ich bin einfach langsamer als das Marshock. Oh mein Gott. Die Arenaleiter haben einfach eine Antwort auf alles. Abschlag? Natürlich hat die auch was gegen Psycho-Pokémon. Ich habe keine Lust mehr auf die Alte, die nervt. Meine Güte. Der Kampf ist noch nicht zu Ende. Ja, ja, jetzt kommt das Schlimmste von allen. Lucario, Alter, wie besiege ich denn das bitte? Naja, wir schauen mal, was passiert. Ich werde Scanner machen. Metallklaue? Was? Ich habe voll Angst vor dem Ding. Es macht Protzer, natürlich. Es wäre erstmal seinen Angriff boosten. Und... Oh, Sena, du machst ultra viel Schaden. Nur doof, dass ich jetzt wahrscheinlich gewone-hitted werde, oder? Ableithieb. Die hat noch nicht mal Supertrank eingesetzt. Was zum Teufel tue ich mir gerade hier an? Und das war's dann wohl, ha? Huh? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Keine Sorge, Leute, ich weiß, was zu tun ist. Sie fängt mit ihrem Meditier an und will blitzend alles spammen. Kein Problem. Wir wissen, dass Sparky das Ding easy zerstört. Da kommt direkt Lichtschild. Dann, ja, egal. Funkensprung ist physisch, dann passt das. Da kommt Protzer, plus 1 im Angriff. Und plus 1 in der Verteidigung. Lichtschild und Verteidigungsplus. Das ist so ein Betrug. Und da kommt ein Ableithieb. Und der killt mit einem Schlag. Und da kommt wieder Blitz. Ja, und jetzt macht sie weiter Protzer. Und die trifft wirklich hier... Das One-Hitted einfach jetzt jedes Mal in der Pokémon weiß plus 2 im Angriff durch den Protzer hat. Okay, das Lichtschild ist schon mal weg. Los, Donnerblitz. Bitte. Okay, der Schaden ist wieder da. Sie trifft natürlich wieder mit Ableithieb. Wer hat's gedacht? Ein One-Hit-KO. Nachdem die Protzer gemacht hat, war es vorbei. Ich konnte einfach nichts machen. Dann auch noch Lichtschild. So, wie soll ich die bitte besiegen? Oh, ich habe das Meditier besiegt. Oh, meine Güte. Ja, jetzt kommt halt das Dampfwalzen-Marschau. Ja, das kommt Felsgrab. Und bitte besieg es. Bitte, bitte. Sena, komm. Jawohl, das Marschau ist weg. Jetzt kommt halt nur noch das Lucario, was einfach alles mit einem Schlag besiegen kann. Und wir wissen, die kann sich auf jeden Fall mit Ableithieb wieder aufheilen und die kann auch Supertrank einsetzen. Wir müssen dieses verdammte Pokémon besiegen, ey. Das geht ja gar nicht. Es macht Kreideschrei. Das senkt die Verteidigung stark. Oh, das heißt, ja, nach einem Treffer bin ich tot. Aber mein Donnerblitz kommt durch, macht ordentlichen Schaden und er heilt sich wieder komplett auf. Ach, verdammt. Okay, sie macht Metallklaue. Ich bin nicht mit einem Schlag besiegt. Das ist sehr gut. Ich kann meine Kraftwelle machen, hat nicht so eine hohe Stärke. Aber es hat trotzdem super viel Schaden gemacht. Ja, die Attacke ist daneben gegangen. Bitte, Svetlana, mach es platt, bitte, 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 bitte. Ja! Oh mein Gott, Alter, das war der schwierigste Kampf überhaupt. Ich bin absolut am Ende, ey. Oh, ich brauche ganz... Willst du kämpfen oder was? Wenn ja, dann geh einfach weg. Könntest du mir helfen? Nee, also ganz ehrlich, meine Nerven sind jetzt am Ende. Ich habe gerade 30 Minuten mit diesem Arenaleiter verschwendet. Alles, was ich jetzt noch will, ist schlafen. Okay, wir haben ein neues Teammitglied. Ob ihr es nun glaubt oder nicht, dieser wundervolle Baum hier hat mir ein neues Pokémon beschert. Begrüßt mit mir... Catriel, das Burmy! Ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich auf dieses Pokémon gefreut habe, aber der eine verdammte Baum, der wollte mir einfach nicht gönnen. Aber Gott sei Dank gibt es dich, mein lieber Baum. Und jetzt haben wir ein Burmy. Allerdings werden wir das noch nicht entwickeln, denn ich möchte eine ganz besondere Form von diesem Pokémon haben. Hey Kiara, könntest du mir helfen? Okay, jetzt, da ich mich ein bisschen beruhigt habe vom letzten Arena-Kampf, mache ich gerne mit, okay. Okay, kämpfen wir gegen weitere Kokosnussköpfe. Sag mal, wo sind die ganzen Bidizer hin? Bam, Alter, mit einem Schlag besiegt. Ihr habt keine Chance. Vor allem, warum hat der Typ ein Pipi? Ich habe auch ein Pipi. Und sein Pipi setzt Lebenstropfen ein. Das ist auf jeden Fall ein bisschen unangebracht. Und oh, mein Burmy will sich entwickeln? Nein, 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 Catriel. Nein, du bleibst das, was du bist, okay? Ich habe gesagt, ich will eine ganz bestimmte Form. Und der Pflanzenumhang, der ist zwar cool, aber ich will, dass die Leute beeindruckt sind. Jedes Mal, wenn ihr Catriel sehen werdet, dann werdet ihr beeindruckt sein, wie wundervoll es ist. Oh mein Gott, jetzt sehen wir auch noch Bidifass oder was? Und ich hatte die Hoffnung, dass ich die Dinge endlich los bin. Aber nein, sie werden einfach nur größer und fetter. Okay, da können wir uns doch direkt mal die nächste Arena vornehmen. Da ist sie auch schon. Ich hoffe, der Arenaleiter ist da.
Kann der kleine Pisser sich mal bitte was anziehen? Was soll denn das? Willst du, dass ich gesperrt werde oder was? Okay, aber ich muss leider gegen ihn kämpfen. Ach so, wir haben jetzt übrigens Roselia. Ja, es mag mich jetzt scheinbar. Aber da es sich so spät entwickelt hat, habe ich nur Absorber. Der Typ hat irgendwie so die Pose, als würde er gleich den nackten Mann machen. Warte, Catriel müsste jetzt eigentlich rosa sein. Wieso hat das nicht funktioniert? Okay, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Marika? Bro, Maki, was ist hier los, Alter? Zieh dir mal was an, du Schwein. Okay, ich glaube, wir müssen mit Catriel kämpfen und nicht einfach nur durch EP-Teile leveln lassen. Okay, bitte sag, dass das funktioniert hat. Jawohl, Catriel ist jetzt rosa. Das bedeutet, wir bekommen jetzt ein rosanes Burma-Dame. Schaut es euch an. Ist es nicht wunderschön? Catriel mit dem Lumpenumhang. Und wie ihr dort sehen könnt, Burma Dame ist automatisch jetzt vom Typen Käfer Stahl. Ich hoffe, ihr seid beeindruckt. Ich wünsche, der Honigbaum hätte mir ein bisschen eher gegönnt, aber jetzt schaut euch das an. Sie kann einfach schon Metallstoß und es macht keinen Schaden. Und wisst ihr, was mir gerade in den Sinn gekommen ist? Es gibt ein anderes Pflanzen-Pokémon, das ich jetzt auch ganz gerne im Team haben würde. Wisst ihr was? Ich habe mich entschieden. Wir erfangen ein neues Pokémon und das gibt's hier im Großmoor. Und nein, du bist garantiert nicht das Pokémon. Und naja, dich haben wir schon. Nein, geh weg. Bro, du hättest zur zweiten Arena kommen sollen, okay? Jetzt brauche ich dich nicht mehr. Du bist es auch nicht. Verdammt! Ich will das Felino nicht haben. Nimm das wieder weg. Geh weg. Komm schon. Wo bist du? Oh, nee, Alter. Geh du mir jetzt nicht auch noch auf die Nerven. Na, was macht ihr so? Was ich hier mache? Naja, ich bin Wildschwein. Ich bade im Dreck. Ist doch klar. Verdammt, jetzt habe ich auch noch... Was habe ich gefangen? Ein Felino, Alter. Geh mir weg. Was, die Zeit ist abgelaufen? Boah, verdammt, die 10 Minuten sind schon vorbei, oder was? Ach, komm schon. Okay, dann nochmal. Das nächste Bidifass, das mich nervt, bewirf ich einfach mit Matsch. Okay, du willst also unbedingt mit Dreck beworfen werden? Kein Problem. Dann behandle ich dich genau so, wie du es verdient hast. Friss! Bam! Ja, Mann, du kannst jetzt einen auf Aggro machen. Das ist mir vollkommen egal. Ja, eben. Verpiss dich, Mann. Ach, du hast deine Lektion mal noch nicht gelernt, alter Mann. Ach, das war's schon wieder. Vielleicht kann ich sie finden. Ein Anton? Noch ein Anton? Nix. Wie jetzt? Gibt's es hier nicht mehr oder was? Ich werde nicht aufgeben. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich habe bisher jedes einzelne Pokémon gesehen, außer das, wonach ich die ganze Zeit suche. Bro, wie viele Stunden soll ich noch warten? Ach komm schon, ich will einfach noch ein Pokémon. Ich komme von mir aus alle 3 Stunden wieder. Mach jetzt. Los. Ich habe keine Lust mehr. Nein, auch nicht du. Jetzt bin ich schon so weit gekommen und werde garantiert nicht einfach aufgeben. Wenn es sein muss, verschwende ich mein ganzes Leben damit, dieses Pokémon zu suchen. Da ist es jetzt sogar wahrscheinlich ein Shiny-Pokémon vorher zu finden. Wenn das so weitergeht, werde ich noch in Rente gehen, bevor ich dieses Pokémon jemals gefunden habe. Okay, das ist mein letzter Durchgang. Weder das Fernglas noch das Spiel allgemein war nett zu mir. Ich habe so das Gefühl, die haben das aus dem Spiel entfernt. Ah, okay, das war's dann wohl. Dann bleibt Roselia doch erstmal im Team. Das heißt aber nicht, dass ich aufgeben werde. Aber jetzt zerstöre ich erstmal den Arenaleiter. Es geht los und kannst du dir bitte mal was anziehen? Okay, er fängt mit einem Gyarados an. Oh. Okay, aber ich denke mal, Sparky wird das easy hinbekommen. Das müsste locker ein One-Hit-KO sein. Was willst du? Oh, oh, okay. Das ist egal. Knirscher? Das hat wehgetan. Aber ein Donnerblitz wird auf jeden Fall mit einem Schlag das Ding besiegen. Sehr gut gemacht. Und natürlich hat er einen Morlord. Tja, mein Lieber, ich habe immer noch Roselia, also von daher werde ich es natürlich auch benutzen. Okay, mal schauen, wie viel ich mit meinem Absorber machen kann. Die Hälfte auf jeden Fall, das ist sehr gut. Bro, wo sind die Eisattacken? Die ersten 3 Arena-Leiter, die wollten mich so richtig zerstören und dann kommt der und macht gar nichts. Ja, das war's einfach mit dem zweiten Pokémon schon. Okay, und was ist dein letztes Pokémon, lieber Maskenmann? Bojolan, okay. Da kommt die Eisattacke! Oh mein Gott! Aber kein Problem, Sparky ist trotzdem super stark. Macht ganz gechillt, das Ding ist schneller. Ich habe überlebt, okay. Und ich bin zurückgeschreckt, perfekt. Gott sei Dank bin ich cool und habe Tränke. Wasserdüse, okay, der wollte mich mit einer Prio besiegen, das ist schlau. Jetzt setzt er auch noch Lake ein. Der, oh mein Gott. Na, du bist so schlecht, Alter. Tja, das hast du dir so gedacht, ha? Huh? Los, Schalilos, Lebensschelle! Bam, und jetzt wird er nie wieder treffen. Da kommt Eiszahn. Es geht daneben, sehr gut. Und das war's mit Bojolin. Let's go. Und damit war's es auch mit dem Arenaleiter. Ja, Bro, statt Arenaleiter zu sein, solltest du vielleicht einfach nur mit dem Sumo-Ring weitermachen. Oh, Sparky entwickelt sich. Und da haben wir das richtige Sparky. Jetzt geht's richtig ab. Die Strömung muss mich nach unten gezogen haben. Naja, oder dein Gewicht. Okay, wir haben 4 Orden. Und was müssen wir jetzt machen? Oh, stimmt, da war ja was. Dieser Galaktiker. Ja, ja, ja. Ich weiß schon Bescheid. Okay, und der rennt von mir weg. Aber wenn jemand mit mir Fang spielen will, tja. Dann bekomme ich dich trotzdem. Nein, Hinterteil. Nein, bitte geh weg. Auf Wiedersehen, Hinterteil. Ich glaube, man hat denen keine Manieren beigebracht. Da bist du ja. Hey, bleib stehen. Ich hatte dich doch. Meine Güte. Wie der einfach am Cheaten ist. Aha, da bist du. Oh, ich habe gewonnen. Sehr schön. Was? Ich wurde betrogen.
Kann ich Anzeige erstatten? Meine Güte, du nervst übelst heftig. Okay, endlich hat er aufgegeben. Und er hat ein Pokémon. Und das ist ein Charmian. Okay, Svetlana, zeig dir mal ganz schnell, was man mit Typen macht, die einfach so beim Fangspielen cheaten. Ich hoffe, du bereust das. Ja, und jetzt verpiss dich, Mann. Ach ja, wieder irgendein Typ mal abgezogen. Och nee, Alter, willst du mich jetzt auch abziehen oder was? Da fällt mir aber ein, wir haben ein neues Teammitglied, Leute. Und nein, es ist kein Kleinstein. Ich werde euch das aber erst zeigen können, wenn wir wieder in Herzhofen sind. Und ratet mal, wo... Ach so, das ist Schleide. Okay, ich werde jetzt den ganzen Weg wieder nach Herzhofen zurücklatschen. Und das nur, um euch mein verdammtes Pokémon zu zeigen. Och nee, Alter, sie hat ein Pipi. Ich habe auch... Okay, ich lasse es diesmal. Okay, wir sind da. Und jetzt sind wir hier beim Platz der Treue. Wie jetzt? Was? Ich kann doch mit Xena reingehen? Ich dachte, ich kann jetzt mein Pokémon hier zeigen. Aber ja, scheinbar können hier ein Pokémon hinterherlaufen. Aber auch nur an diesem Platz der Treue. Das kommt mir jetzt aber nicht wie ewige Treue vor. Aber hey, mir läuft ein Pinguin hinterher. Schade, dass er nicht fliegen kann. Was? Du musst wirklich ein besonderer Trainer sein. Ja, ich bin ja auch Chiara, hallo. Was? Warte, meint ihr, das kann... Hey, hallo? War das jetzt Verarsche oder was? Hey, wo ist mein Pokémon? Oh mein Gott, es hat funktioniert. Leute, schaut es euch an. Also erstens, wir haben jetzt ein super geiles Venusliebes. Oh mein Gott, und ja, es heißt Schnappi. Es ist so süß. Es könnte ein verdammt nochmal Pokémon hinterherlaufen. Das wusste ich nicht. Denn ich habe mir damals bis auf den Announcement-Trailer kein einziges Gameplay angeschaut zu dem Spiel. Ich habe also keinen Plan, was hier abgeht. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh gerade. Aber ja, wir haben einen Schnappi im Team. Und falls ihr euch jetzt... Bro, kommst du aber auch wieder her? Okay, ich wollte gerade sagen, mein Schnappi ist ein bisschen... Es ist ein bisschen langsam, okay? Aber hey, wir machen das noch ein bisschen Fitnessstudio und dann bist du auf jeden Fall so schnell wie ich. So, und falls ihr euch jetzt fragt, wo habe ich das überhaupt her? Also ich habe es definitiv nicht aus dem Großmoor. So viel sei schon mal gesagt. Denn nachdem ich noch ein paar weitere Stunden damit verbracht habe, dieses verdammte Vieh im Großmoor zu suchen, habe ich mir das Pokémon ganz einfach tauschen lassen, dann davon ein Ei gemacht, dieses ausgebrütet und... Jetzt haben wir Schnappi. Also ja, ich bin immer noch der Ansicht, Venusliebes wurde aus dem Spiel entfernt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses Venusliebes einfach nur ins Video rein editiert habe. Also wenn ihr denkt, dass ich es wirklich bekommen habe, Leute, träumt mal weiter. Also ich finde es ja irgendwie voll cool, wie mein Venusliebes einfach so aus dem Bildschirm herausragt. Es schaut einfach aus dem Bildschirm raus. Aber ja, damit haben wir jetzt nun offiziell 5 Teammitglieder. Und nein, Schalelos ist nicht im Team. Oh, ich sehe nichts mehr. Alter, meine Augen tun weh. Oh, verdammt. Ja, das ist so ein Betrug. Ich sehe einfach nichts, meine Güte. Und Schnappi, kannst du bitte mal nicht aus dem Bildschirm rausragen? Wer hat sich das ausgedacht? Xena würde gerne gestreichelt werden? Also Xena, du bist ja ganz cool und so, aber also das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Also, Catrail, komm du mal lieber her. Das Ding will einfach von mir gestreichelt werden. Wo sind wir denn hier gelandet? Okay, so fühlt man sich also, wenn man blind ist, ha? Huh? Mann! Boah, ich hoffe, du bist der Augenarzt. Ansonsten geh bitte einfach weg. Und nein, es ist nicht ein Augenarzt. Oder habt ihr jemals einen Augenarzt namens Cornelius gesehen? Die heißen eher so Wolfgang und Peter und Manfred. Los, Schnappi! Mach es platt! Schaut euch das an. Schnappi ist jetzt schon übelst heftig. So, jetzt bitte lass mich in Ruhe. Oh, ich kann wieder was sehen. Oh mein Gott. Also die 20 Minuten, die ich jetzt blind war, bitte nie wieder. Yo, Oma, was geht, Alter? Wie? Ich dachte, die erzählt mir jetzt Geschichten. Oh, wie die sich einfach umgedreht hat. So eine arrogante Oma. Also die alten Menschen heutzutage, das ist ja unfassbar. Ja, genau, mit ihnen habe ich gesprochen. Sie sind bestimmt genauso. Keine Manieren mehr heutzutage. Ach nee, ist das der Kokosnusskopf von vorhin oder was? Bro, nicht du schon wieder. Geh bitte weg. Ah, immer diese Kokosnussköpfe. Na gut. Level 25, die werden ja immer schwächer. Bro, der letzte Trainer, gegen den ich gekämpft hatte, hatte Pokémon Level 30. Was ist denn das? Nee, Oma, jetzt ist es aber vorbei. Und jetzt ist Son Goku auch noch da, oder was? Och, Junge. Wisst ihr, was so richtig cool wäre? Einfach so eine kleine Chibi-Figur von Cyrus. Die stelle ich mir dann hier auf meinen Schreibtisch. Und jedes Mal, wenn mich so ein Kokosnusskopf wieder nervt, dann schlage ich einfach die Figur, weil der schuld ist. Okay, ich bin bereit für die nächste Arena. Und bitte frag mich nicht, warum ich von der anderen Seite gekommen bin. Okay, ist die Arena bereit für mich? Sie ist bereit, sehr schön. 3 plus 5 plus 7 ergibt... Sehe ich aus wie ein Mathe-Professor? Was würde ein Orientierungsprofessor jetzt machen? Ich glaube, er würde nach rechts gehen. Glück gehabt. Zum Glück habe ich Orientierung studiert. 12 plus 28. Frag mich mal bitte was Einfacheres. Weißt du was? Ich gehe einfach mal random in die Mitte. Oh, cool. Ich bin der Meister. 3 mal 13 ergibt leider nicht 69. Oh, und da bin ich auch schon. Das Ganze war natürlich absoluter Zufall und ich habe das nicht in meinem Kopf ausgerechnet, weil es so einfach ist, dass sogar ein Grundschüler das machen könnte. Nein, Leute, das war Zufall. Ich habe einfach nur geraten. Mein Gott, Lamina, du siehst auch wieder so knuffig aus, ey. Ach, ich will Lamina einfach nur essen. Vor allem, warum hast du so Propellerhaare? Kannst du damit abheben oder was? Die kann aber fliegen. Jo, der Hintergrund. Oh, sie hat einen Triffzeppeli und direkt das erste Pokémon? Ich dachte, das war ihr Spezial-Pokémon. Okay, ich muss zugeben, das ist der coolste Hintergrund, den wir jemals im Pokémon hatten. Ich bin maximal beeindruckt und finde das lustig, dass das Ding einfach Flug ist und ich das jetzt mit einem Schlag besiegen werde. Oder? Sparky?
Natürlich. Oh, okay. Yo, was geht denn hier ab? Oh, habt ihr das gesehen? 69. Alter, nice. Und das andere trifft Zeppeli. Wait, was ist denn dann dein stärkstes Pokémon? Die hatten Gengar. Oh mein Gott, Level 34. Okay. Konfuschwall, die verwirrt mich jetzt erstmal. Bro, stimmt, ich habe ganz vergessen, dass die Arena-Leiter in dem Spiel einfach verdammt OP sind. Wie konnte ich jetzt bitte denken, dass... Was? Hier hat eine Bäre, die die Unlichtattacke abschwächt. Alter, ich mache gar keinen Schaden. Lol. Wie konnte ich bitte annehmen, dass ich die alte Matschbombe im ersten Try schaffen kann? Und natürlich direkt vergiftet. Und die Verwirrung, lass mich raten. Oh, ich greife an. Was ist denn heute los? Okay, aber die Frage ist, wie besiege ich das Ding jetzt? Ich glaube, Sparky muss leider sterben. Es ist vergiftet und verwirrt. Was soll ich da machen? Das Ding stirbt trotzdem, sobald ich es reinschicke. Und ich werde einfach mal Catriel reinschicken. Denn Catriel resistet durch den Stahlkäfertypen einfach alles. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? So willst du gewinnen? Bist du stolz darauf, jedes Pokémon verwirren zu lassen? Ja, es greift schon wieder an. Geil, aber es geht nicht. Okay, Catriel, bitte. Oh, du bist so super. Komm, mach Metallstoß, mach. Boom! Boah, das macht übelst viel Schaden und jetzt kommt ein Trank, wetten. Deswegen mache ich Faltereigen, komm. Ach, sie hat schon Hypertränke. Und dann machen wir jetzt ganz gechillt. Du blöde Kuh, es reicht jetzt langsam. Wie es einfach schon wieder angegriffen hätte. Och, mein Gott, Catriel, du bist die Beste, weißt du das? Okay, da kommt wieder eine Dunkelklaue, die macht ultra viel Schaden. Es greift schon wieder an. Leute, heute ist mein Glückstag. Komm, Catriel, alle guten Dinge sind 100. Nein! Oh mein Gott. Ja, geil, ich habe nur Supertrank. Die Alte ist einfach viel reicher als ich. Catriel, bitte. Komm schon. Jawohl, dankeschön. Und der nächste Hit wird... Die Alte hat mich blockiert. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Aber hey, das ist kein Problem für mich. Mami, ich werde gemobbt. Jawohl! Oh mein Gott, keiner kann mich verwirren. Nein, nein. Du blöde Kuh. Boah, ich hoffe, dass du diese Nacht auf Lego trittst. Boah, ich will Schwert und Schild wieder zurückhaben. Da ist sowas nie passiert. Catriel, bitte rette mich einfach. Oh, Catriel, danke schön. Danke, danke, danke. Noch ein Treffer. Danke schön. Ja, meine Attacke ist nicht mehr blockiert. Komm schon, Catriel, bitte. Dankeschön. Oh mein Gott, war das nervig. Ja, ich bin wieder blockiert, ich weiß. Weißt du was, ich werde dich nach dem Video auch blockieren, du blöde Kuh. Und ihr letztes Pokémon ist Traumagil. Wetten, das kann Donnerblitz oder Flammenwurf oder so. Finden wir es heraus, indem ich einfach Schutzschild einsetze. Phantomkraft! Aber das wird nicht so viel Schaden machen, weil Catriel das resistet. Oder? Ja, seht ihr? Easy, Catriel ist unser bestes Pokémon, Mann. So, und da ich weiß, dass der das wieder einsetzen wird, das war so klar... Junge, du bist so nervig. Kann ich ganz gechillt Faltereigen einsetzen? Oh, Metallstoß ist physisch. Ja, was bringt mir dann Faltereigen? Es ist immer noch schneller als ich, obwohl ich plus 3 in der Initiative habe. Es setzt wieder Konfustrahl ein. Sehr gut. Hat natürlich 100% Genauigkeit, wie wir wissen. Jawohl. Okay, wie viel Schaden kann ich machen? Oh, ich habe die Idee, Leute. Schnappi wird jetzt einfach ganz gechillt Schlafpuder einsetzen und das Ding einfach einschläfern, weil die verwirrt mich ja sowieso die ganze Zeit. Warum soll ich denn nicht auch einfach mit Statusveränderungen nerven? Jawohl. Dankeschön. Es ist eingeschlafen. Ich hoffe, du hast die schlimmsten Albträume überhaupt. Ja, natürlich wacht es auf. Jawohl, ich treffe... Das hat... Oh, es ist paralysiert. Sie setzt keinen Trank ein. Bitte, Sparky, mach sie... Och, Mann. Sparky, bitte, sie macht keinen Hypertrank. Komm schon. Bitte. Jawohl, das war's. Ich hab die Alte besiegt. Bitte, Lamina, geh mir einfach aus den Augen, komm nie wieder. Kündige deinen Job als Arenaleiter und werd bitte mein Butler im Fahrstuhl, Alter. Auf Nimmerwiedersehen, du Hexe. Ah, ja, ist aber ein bisschen Strecken, Alter. Okay, und jetzt will ich endlich aus dieser Arena raus. Okay, erstmal einen abseilen lassen. Also den Fahrstuhl, Leute, den Fahrstuhl, okay. Ach ja. Oh, Cynthia, was geht, Alter? Wieso zeigen die Cynthia eigentlich immer noch von hinten? Ich meine, okay, ihr Hinterteil ist auch in Ordnung, aber... Wobei, ich schaue einfach zur Seite, während die die ganze Zeit mit mir spricht. Sorry, Cynthia, aber Chiara ist definitiv zu cool für dich. Die hält es nicht mal für notwendig, sich extra umzudrehen. Naja, und erstmal wieder strecken. Meine Güte, war die jetzt langweilig. Und Catriel, komm mal mit. Komm. Was? Wie bewegt sich Boma Dame denn? Geil. Schaut euch das mal an, es schaukelt hin und her. Oh mein Gott, ist das cool. Okay, Svetlana, und du? Oh, es kann rennen.
Es kann rennen. Jetzt kommt noch Xena. Jawohl, es watschelt und watschelt und watschelt. Naja, und Schnappi kennen wir ja schon. Oh, und Schalelos entwickelt sich übrigens. Wie gesagt, es ist nicht in unserem Team, aber ich nehme es trotzdem mit, einfach weil mir das Ding so ein bisschen leid tut. Ich will nicht, dass es auf dem PC abgelegt wird und dort vergammelt. Oh, aber Gastrodon ist schon eines der schönsten Pokémon, die es gibt, oder? Und natürlich dürfen wir Xena nicht vergessen, denn er entwickelt sich natürlich auch. Und kleiner Funfact, er und Sparky sind die einzigen männlichen Pokémon im Team, obwohl Xena eigentlich ein Mädchen werden sollte. Naja, da haben wir jetzt auf jeden Fall ein dickes, fettes Empoleon. Geil, Mann. Oh, das kann sogar mit mir mithalten. Das ist ultraschnell. Kannst du auch damit mithalten? Ah, siehst du, da bist du immer noch ein bisschen zu langsam. Und allein für die Fairness. So läuft eine Schnecke. Oder so kriecht eine Schnecke. So schnecket eine Schnecke. Ach ja, das wird nie alt. Naja, genug rumgespielt. Gehen wir nun nach Fleetburg. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hier Fliegen herbekomme. Okay, das macht auf jeden Fall super viel Spaß, den ganzen Weg zurückzulatschen. Naja, was soll's, ich bin fast da, also von daher. Und natürlich, unser Meditee entwickelt sich gleich. Noch ein einziges Level, glaube ich zumindest. Und dann haben wir ein wundervolles Meditales und hoffen mal, dass es auch noch irgendwelche speziellen Attacken lernt. Bitte geh weg. Dankeschön. Alter, und ist das C18? Ich dachte, die ist aus Dragonborn, nicht aus Pokémon. Ach du Kacke, die Polizei. Kann ich jetzt endlich Anzeige erstatten, weil die ganzen Arena-Leiter mich immer betrügen? Okay, und da sind wir in Fleetburg. Das bedeutet, genau, mein Hinterteil nervt wieder. Auf Wiedersehen, Hinterteil. Meine Güte, der Typ kommt und geht immer sofort wieder, obwohl ich gerne mal gegen ihn kämpfen würde. Naja, was soll's. Wo war ich stehen geblieben? Genau, wir wollen die Arena hier machen. Und während wir hier sind, würde ich ganz gerne mal Meditier endlich entwickeln. Svetlana hat's auch verdient, stark zu sein, okay? Los, Svetlana, Turmkick! Bam! Das Ding hat überlebt, während Svetlana tot ist. Toll. Das ist ein bisschen unfair. Jawohl, Svetlana entwickelt sich. Warum entwickelt sich Meditier so ultra spät? Ist auch egal. Da haben wir sie. Ist es nicht hübsch? Wären wir jetzt hier in Pokémon Sonne und Mond, dann hätten wir die Mega-Entwicklung. Aber ich will mich ja nicht beschweren. Wie? Keine neue Attacke? Bro, mein Meditalis ist ein physischer Angreifer. Wo ist die Psychoklinge? Okay, dann habe ich auch keine Lust mehr. Yo, wie süß. Hallo? Mann, wie süß die Kleine einfach ist. Ey, das ist so ein richtig süßes Model. Wer von uns beiden wohl süßer ist? Wir beide sind schon ziemlich süß, oder? Dreh dich doch nicht um. Okay, los geht's, Mann. Kämpfen wir gegen Adam. Wo ist eigentlich Eva? Er hat einen Bronze. Okay, wir haben auf jeden Fall keine Feuerattacken. Das bedeutet, wir haben nichts Effektives. Aber das werde ich auch nicht brauchen, denn mein Meditalis zerstört gerade irgendwie alles. Bizarro-Raum. Er benutzt Trick Room. Das ist interessant. Und danach kommt direkt Sandsturm. Oh, er hat eine Strategie. Das gefällt mir. Solange er nicht jede Runde Konfusstrahl einsetzt, bin ich damit voll einverstanden. Es kann Erdbeben. Oh mein Gott, das macht riesengroße Probleme. Aber mein Ableitieb wird mich wieder komplett auffüllen. Oder? Komm schon, Svetlana. Oh, okay, das war gar nichts. Okay, da kommt ein weiteres Erdbeben. Oh. Gott, macht das viel Schaden. Eieiei. Okay, das Gute ist, ich kann Bizarro-Raum einfach ausstallen und ja, dann war's das. Mehr kann er nicht machen. Jetzt kann ich wieder Svetlana reinschicken und dann ganz gechillt einen Ableitieb machen. Und da ich schneller bin, bringt dir das halt gar nichts mehr. Tja, das war's mit dem Stahllos auf jeden Fall. Hallo? Ey! Hallo? Ah, okay. Ich dachte, mein Spiel ist wieder hängen geblieben. Wait, der hat nur 3 Pokémon? Hä, wie schlecht bist du denn? Wetten, ich werde jetzt mit einem Schlag besiegt, wenn es überhaupt so weit kommt. Oh mein Gott, Alter, das war ein Volltreffer, oder? Nee, aber ja, Robustheit, ne? Ist klar. Das wäre so lustig gewesen, hätte ich das mit einem Schlag besiegt. Er hat eine Zitrobeere. Okay, das ist natürlich vollkommen egal. Egal, was du machst, ich werde es überleben, wetten? Er macht Eisenabwehr, um die Verteidigung zu erhöhen. Alles klar, Mann. Ich will nur mal kurz anmerken, Fight hat es zumindest geschafft, mich einmal zu besiegen, während du... Naja, ich habe alles fast mit einem Schlag besiegt, also... Du bist eine größere Enttäuschung als dein Sohn. Das macht dich automatisch auch zu einem schlechten Vater. Naja, das war's. Ein bisschen enttäuschend, der schwächste Arenaleiter bisher, aber okay. Mann, Mann, Mann. Und damit fehlen nur noch 2 Orden. So, die neue TM kann ich direkt mal Burma Dame beibringen. Dann hat es endlich mal eine spezielle Attacke. Wobei der Angriff von meinem Burma Dame höher ist als der Spezialangriff. Das Spiel ist 15 Jahre alt. Warum hat man Burma Dame noch nicht gebufft? Dann brauchen wir auch leider kein Faltereigen mehr. Was willst denn du jetzt schon wieder? Ah, und ich weiß noch. Jetzt kommt der nervige Teil des Spieles. Ach, Mann. Jetzt müssen wir auch noch zusammen am Tisch essen. So, als wären wir Familie.
Alter, Hinterteil hat gefurzt, wie der einfach schnell weggerannt ist, weil er genau wusste, dass wir es gerochen haben. Oh mein Gott, Leute, ich wurde verarscht. Ich habe gerade nachgeschaut, wo es Fliegen gibt, weil ich jetzt bis zum See der Kühnheit latschen muss. Und ich habe einfach erfahren, dass es das in Schlaede gibt. Warum habe ich das nie bekommen? Was soll denn das? Ich muss jetzt den ganzen Weg bis hierhin latschen oder was? Also dafür will ich jetzt aber 5000 Mitleidslikes haben. Okay, das hat ein bisschen sehr lange gedauert. Ich war scheinbar so von dem Arenaleiter genervt, dass ich hier einfach Fliegen vergessen habe. Okay, dann wollen wir mal. Ja, geil, jetzt muss ich trotzdem latschen. Okay, was geht ab? Oh, warte mal. Vor allem ist da irgendwie ein Vulkan oder was? Oder sind wir hier beim Erdkern angekommen? Oh mein Gott, die armen Karpadore. Ich will die alle einfangen und retten. Boah, du Schuft, Alter. Vor allem, was ist denn das jetzt für ein Blaukopf? Schon wieder ein Kokosnusskopf, aber diesmal der Teufel oder was? Naja, wenigstens mal keine Level 30 Pokémon. Okay, Catrail, jetzt wo ich weiß, dass du mit physischen Angriffen angreifst. Ja, toll. Regentanz? Warum? Dann werde ich das Ganze einfach mal ausnutzen und Sena reinschicken. Oh, wegen der Fähigkeit von Toxic-Quark. Okay, ich wurde verarscht. Aber Svetlana kannst du nicht so einfach verarschen. Nein, 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 das war's. So, Satan, kannst du bitte verschwinden? Ich würde nämlich ganz gerne in den Himmel kommen. Wir müssen zur See der Kühnheit und ich habe absolut keinen Bock darauf, diese Kokosnussköpfe wieder zu treffen. Naja, was soll's, da bin ich auf jeden Fall. Was willst du hier? Geil, Doppelkämpfe, Alter, darauf habe ich den ganzen Tag gewartet. Okay, wir haben immer noch die gleichen Pokémon wie beim letzten Mal. Ja, und 7 Level drunter oder was? Nee, also sorry, aber darauf habe ich jetzt gar keine Lust. Oh Mann, muss das sein? Jetzt muss ich auch noch gegen die Alte kämpfen, oder was? Dein Anblick weckt schlimme Erinnerungen. Ja, und dein Anblick erinnert mich daran, dass du immer noch nicht beim Friseur warst. Ach, Mars, warum tust du mir das nur an, Mann? Meine Augen bluten einfach wegen deiner Frisur. Wait, ich dachte, das wird ein Doppelkampf. Was soll denn das jetzt? Und die hat auf einmal Pokémon Level 39. Was ist denn hier schiefgelaufen? Ich weiß nicht, was es ist, aber beeindruckend tust du mich damit auf gar keinen Fall. Komm, Svetlana, du bist schneller als das Ding, oder? Oh! Ich bin... What? Das Ding keine Flugattacke? Und schwupps, wurde ich wieder betrogen. Was ist denn das? Die Entwickler wissen auf jeden Fall sehr gut, wie man Kämpfe absolut unnötig in die Länge zieht. So, bitte Mars, tu mir jetzt einfach den Gefallen, geh zum Friseur und komm nie wieder. Okay, dann wollen wir mal. Auf zum See der Stärke und... Oh, jetzt kommt es! Oh mein Gott, Leute! Ich hoffe, ihr wisst, was wir heute bekommen werden. Genau, unser letztes Teammitglied. Aber dafür müssen wir erstmal dorthin gehen. Und dann müssen wir natürlich leider durch den Kraterberg. Gott sei Dank kann man hier überall einfach kleines Sklaven-Bidizas finden, die die Drecksarbeit für einen machen. Ach, ich brauche die TM-Stärke. Gut, dass einem das Spiel mal wirklich etwas verrät. Denn damals musste man einfach raten, wo man das herbekommt. Okay, dann ist die Frage, wo kriege ich jetzt die TM? Aha, ja. Nee, das ist das falsche Item. Komm, liebe Oma, gib mir meine TM. Dankeschön. Die ganzen Trainer mit ihren Level 10 Pokémon, das war auf jeden Fall Spaß gerade. Okay, nächster Versuch. Los, Sklaven-Pokémon, komm her. Genau, mach mal den Felsen weg. Dankeschön. Und jetzt komm nie wieder. Und da sind wir auf der schönsten Route in der Geschichte von Pokémon. Und natürlich, Leute, ihr wisst, wie es läuft. Ach so, verdammt, ich habe gerade Schutz aktiviert. Wir wollen natürlich jetzt auch das letzte Teammitglied fangen. Und nein, es ist kein Mashok. Ihr wisst doch genau, was es für ein Pokémon wird, oder? Es ist kein Schneebedeck. So viel steht schon mal fest. Aber mit dem Typen sind wir auf jeden Fall schon mal richtig. Also weiter geht's. Ich sagte nein. Schneebedeck, du bist ja cool, aber ich habe schon Pflanzen-Pokémon und ich suche anderes Eis-Pokémon. Ah, okay, das wird wohl eine Weile dauern. Könnt ihr mir jetzt bitte einfach mal gönnen? Oder wird das jetzt zum nächsten Venofliebes, wo ich einfach 10 Jahre damit verbringe, das verdammte Pokémon zu finden? Und dann finde ich es nicht und dann muss ich es mir tauschen lassen. Was zum Teufel? Was? Was? Das ist shiny! Nein! Nein, aber ich wollte doch Frostetia haben. Oh mein Gott. Bro, das ist jetzt gerade... Was? Das ist jetzt aber nicht passiert, oder? Ich habe jetzt gefühlt eine halbe Stunde nach Frostetia gesucht und dann kommt ein shiny Schneebedeck. Oh Mann. Ich freue mich, aber ich wollte Frostetia. Das habe ich seit Anfang des Spieles geplant. Mir fehlen die Worte. Wir haben gerade hier ein verdammtes Shiny-Schneebedeck vor uns. Ich habe schon Pflanzen-Pokémon im Team. Jetzt haben wir scheinbar 2. Junge, das ist Shiny. Außer natürlich, ich kann jetzt irgendwie keine richtigen Farben mehr sehen und muss bald zum Augenarzt. Aber was zum Teufel ist das da? Bro, es gibt nur einen Spitznamen, den wir diesem Pokémon geben können. Genau, wir werden Yeto wiederbeleben. Denn er ist leider damals in meiner Diamant und Perl Hardcore-Challenge gestorben. Wir haben ein verdammtes Shiny-Pokémon. Okay, dann ist es jetzt soweit. Gastrodon, du kommst offiziell aus dem Team raus. Und damit haben wir verdammt nochmal Yeto. Das kannst du keinem erzählen, was hier passiert ist. Ach, hier gibt es sogar einen Sneeble. Das ist shiny. Ich wollte halt eigentlich als letztes Pokémon Frostetti haben. Und ja,
Das Spiel hat mich bestraft. Oder es hat mir Gottes Geschenk gegeben. Ich weiß es nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Schneebedeck entwickelt sich erst leider sehr, sehr spät. Oh mein Gott, wie man den Schnee hier sehen kann. Schaut euch das mal an, wie ich da einfach durchlaufe. Das ist so cool. Bro, das ist so cool gemacht. Und abseits davon kann es noch nicht wirklich gute Eisattacken. Und dann Pflanzen-Pokémon haben wir halt schon. Boah, das ist so geil mit dem Schnee hier. Dass wir da einfach durchlaufen können. Und dann haben wir dort eine fette Spur. Boah, und das wird immer schlimmer, Alter. Ich werde jetzt sogar weggedrückt. Schaut euch das mal an. Jetzt stellt euch nur vor, es würde die Mega-Entwicklung geben. Das wäre so cool, aber nein. Wie der sich bewegt, Alter. Der wirbelt durch die Gegend. Schaut euch das an. Was zum Teufel macht der da? Okay, und da sind wir auch schon in der nächsten Stadt. Das bedeutet natürlich auch, genau, die nächste Arena. Und die sieht zugefroren aus. Aber man kann tatsächlich rein. Und alles spiegelt sich im Boden. Okay, aber warte kurz. Hier steht einfach ein Enthorn. Was machst denn du hier? Warum stehst du hier rum? Oh, das Pokémon wird doch nicht shiny angezeigt. Das ist sehr, sehr traurig. Okay, dann wollen wir mal. Aber natürlich werde ich die Arena nicht einfach so machen. Nein, nein, nein. Denn wir werden uns hier ganz gechillt durch das Spiel cheaten. Denn es gibt hier die Möglichkeit, irgendwie da hochzukommen. Ist nur die Frage, wie. Okay, wir probieren es. Wir haben hier dieses Ding. Das heißt, ich muss einfach nur versuchen, schräg zu laufen. Und dann werde ich automatisch da hoch teleportiert. Komm schon, ich schaff das. Ich bin der Meister. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber ich habe schon heftigere Glitches hinbekommen. Also komm. Oh, ich glaube, wir müssen erst den Ball kaputt machen. Na gut, dann probieren wir es. Zack. Ist aber leider der falsche. Huh, das war knapp. Denn wir brauchen den hier. Zack. So, und jetzt können wir hier hoch. Jawohl! Habt ihr es gesehen? Ich habe es geschafft. Komm, das schaffe ich nochmal. Ich bin der Meister. Verdammt. Ah, lol, der hat normales Schneebedeck. Wie cringe ist das denn, Alter? Komm mal wieder, wenn du ein Shiny hast. Okay, dann nochmal. Jawohl! Ich hab's geschafft. Jawohl! Ich hab den Glitch geschafft. Ich bin offiziell der Allerbeste. Ach ja. Ich wette, die hat das alles gerade mit angeschaut und dachte sich so, Alter, der ist viel zu heftig für mich. Ich will gar nicht gegen den kämpfen. Aber nein, liebe Frieda. Wir beide, wir werden das mal ein bisschen Spaß zusammen haben, okay? Okay, geh los. Frieda hat ein Schneebedeck. Ah, du Opfer, Alter. Du hast halt nicht mal ein Shiny-Schneebedeck. Ist das nicht peinlich? Ich werde aber meine ganz normale Strategie machen und Ableit-Tipp spammen. Das Ding besiegt nämlich fast alles mit einem Schlag. Ja, rippern das erste Pokémon auf jeden Fall. Als nächstes kommt Sneebel. Okay, Sneebel ist zwar schnell, aber es hat eine Vierfachschwäche gegenüber Kampf. Also von daher, es tut mir leid, Sneebel. Du kannst so viel deine Klauen wetzen, wie du willst, aber du wirst jetzt leider mit einem Oh, es wird trotzdem sterben, wetten. Ja, denn wie gesagt, Vierfachschwäche gegenüber Kampf. Da bringt dir auch leider eine Bäre nichts. Okay, Frieda, hast du auch noch irgendwas Starkes? Irgendwas, was ein Ableit-Hieb aushalten könnte? Ach, sie hat ein Meditales. Warum hast du ein Meditales? Es kann Eishieb. Oh. Boah, macht das viel Was? Ich wurde eingefroren? Ey, das ist immer das Gleiche. Ich kämpfe gegen Arena-Leiter und die cheaten einfach so heftig. Okay, dann muss ich leider auswechseln. Solange das Ding jetzt nicht noch irgendwie eine Elektroattacke kann, ist alles gut. Und es setzt Protz ein, um den Angriff zu steigern. Oh. Aber ich habe auf gar keinen Fall Angst vor dir. Das Ding kann schon Durchbruch. Bro, nicht mal Svetlana kann das. Okay, wir haben ein Problem. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das Problem lösen soll, weil ich nichts Effektives gegen ein Meditales habe. Denn normalerweise hätte ich jetzt ein Forstet hier, was spukbar macht. Okay, es macht nochmal Protzer. Das könnte vielleicht ein Ende sein. Los, Sparky. Mach es platt. Das würde safe ein One-Hit-KO. Ja. Und es hat überlebt mit einer KP. Sparky liebt mich endlich. Oh mein Gott, Sparky, danke schön. Ich dachte wirklich, du hasst mich. Ist das Cheaterei? Auf jeden Fall. Aber es ist mir egal. Okay, und ihr letztes Pokémon. Ich bin durch den Hagel gestorben. Wow. Ihr letztes Pokémon ist doch bestimmt Frostedie, oder? Die hat einen Rex Blizzard. Oh Gott. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Da ich langsamer bin, werde ich... Oh mein Gott, es kann Aurora Schleier. Das ist katastrophal. Denn jetzt mache ich nur die Hälfte an Schaden. Der Hagel ist weg, was schon mal gut ist. Aber es kann Erdbeben. Wow. Okay, krass. Ich bin absolut schockiert. Da kommt mein Metallstoß. Der macht ziemlich viel Schaden dafür, dass er ein Aurora Schleier ist. Catrial ist einfach die Beste. Und die überlebt auch direkt noch ein zweites Erdbeben. Gar kein Problem. Da kommt Metallstoß. Und der wird ein Volltreffer. Na okay, vielleicht nicht ganz. Oh nee, eine Zitrobeere. Und ich muss jetzt leider Catrial heilen, denn ja, meine anderen Pokémon sind alle halb tot. Und der Rest meines Teams ist gegen Eisattacken. Warte mal, warum setzt es keine Eisattacke ein? Ich meine, das wäre ja zumindest Step. Egal, komm. Ein Erdbeben überleben wir noch, dann kommt Metallstoß und dann ist das Ding weg. Oder Catrial? Komm, du schaffst das. Du bist die Beste. Was? Sie setzt Top-Genesung ein? Ich wollte gerade lachen, weil ich jetzt Hypertank einsetze. Oh, okay, das ist natürlich doof. Also, liebe Frieda, das war's. GG, Mann. Ja, war eigentlich ganz lustig. Du bewunderst mich. Ja, klar, ich habe einen Shiny und du nicht. Und bam!
Damit haben wir jetzt 7 Orden. Wir haben heute Shiny-Pokémon gefangen und wir haben einen geilen Glitch gemacht. Also da müsst ihr definitiv einen Daumen nach oben da lassen. Und zwar jetzt sofort. Okay, aber da habe ich komplett vergessen, dass wir doch eigentlich zum See der Stärke sollten. Kannst du bitte weggehen? Also sind wir jetzt hier am See der Stärke. Der Hinterteil ist auch schon da. Sehr schön. Hab mich schon gefragt, warum es hier so stinkt. Boah, und das Wasser sieht heftig aus. Auf Wiedersehen, Jupiter. Och nee, ich muss jetzt da auch hin, oder was? Och Mann, warum? Lass mich doch einfach in Ruhe. Hinterteil, du lässt mich jetzt bitte auch in Ruhe, okay? Geh weg, ich will das schöne Wasser betrachten. Naja, jetzt sieht man halt kaum was. Leute, ihr wisst, ich bin immer nett zu euch. Und genau aus diesem Grund erspare ich euch den ganzen Mist mal. Also los, rein da. Und dann bin ich bereit, gegen den Son Goku mit blauen Haaren zu kämpfen. Also los geht's, lieber Chibi Cyrus. Und wenn ich dich besiegt habe, dann werde ich dich einfach ausstopfen und zu einem Plüschtier machen. Denn ich wollte schon immer mal einen Chibi Cyrus als Plüsch haben. Gänsehautmusik. Oh, yo, er sieht cool aus. Er sieht irgendwie aus wie ein Wahnsinniger. Und so, als hätte man ihn ins Gesicht geschlagen, aber okay. Erdenkram Murks, das ist super, denn ich wollte erstmal ein bisschen wieder flexen mit meinem Yeto. Los, Yeto! Och, Mann. Los, Yeto, Eisstrahl! Und? Es hat mich mit einem Schlag besiegt? Ha, er macht Supertrank? Auf den Kram Murks? Ich wollte dich gerade mit Eissplitter töten. Also nochmal bitte. Meine Güte. Auf Wiedersehen, Gramurks. Okay, als nächstes kommt Golbat. Ach, da kann ich auch direkt wieder mit Yeto drinbleiben. Das ist ja super. Und da wir langsamer sind, kann ich direkt mal... Oh, schade. Denn ich wollte eine Lawine machen, die doppelten Schaden macht, wenn ich zuerst angegriffen werde. Okay, dann eben Versuch Nummer 2. Dankeschön. Oh mein Gott! Können wir das bitte ignorieren? Okay, Sparky, du musst mal ganz kurz Yeto rächen, okay? Und jetzt... Donnerblitz, mach es platt. Dankeschön. Mein letztes Pokémon, das ist cool. Sein letztes Pokémon ist ein Sneebel. Metallklaue, okay. Wow, das war so viel Schaden, Alter. Krass. Cyrus, du bist übelst heftig. Er macht Klauenwetzer, das hatten wir doch schon mal. Ey, ihr könnt aber sagen, was ihr wollt. Der Typ sieht aus wie ein absoluter Psychopath. Das wäre er schon dreimal im Gefängnis gewesen. Und natürlich macht er noch einen Supertrank, weil der keinen Bock hat, dass der Kampf endet. Ey, jetzt mal wirklich, wer hat ihn geschlagen? Der hat einfach eine verdammte Delle im Gesicht. Okay, Cyrus, ich muss dich jetzt leider mitnehmen. Sorry, aber wie gesagt, ich brauche einen Chibi Cyrus Plüsch. Yo, Satan, was geht? Lange nicht gesehen. Aber ich habe es dir schon beim letzten Mal gesagt, ich würde ganz gerne in den Himmel kommen, deswegen geh bitte wieder dahin zurück, wo du herkommst, nämlich in die Hölle. Und oh nein, jetzt muss ich auch noch zum Kraterberg. Ich werde nicht negativ klingen, aber der Teil des Spiels nervt mich übelst hart. Und ich weiß noch nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber seine Brille ist größer als dein Kopf. Ja, sorry, dass ich dir das gesagt habe, aber ist halt so. Okay, Kraterberg, los geht's. Mein Shiny Yeto entwickelt sich. Jawohl. Ach ja, ich bin überglücklich, dass ich dieses Pokémon gefunden habe. Und jetzt haben wir... ein wundervolles Shiny Rex Blizzard. Und da sind wir bei der Sperrsäule angekommen. Und natürlich muss ich gegen noch mehr Kokosnussköpfe kämpfen. Geil einfach. So viel Spaß. Oh, die haben immer noch keine vollentwickelten Pokémon. Ihr seid einfach die größte Zeitverschwendung überhaupt. Und auch auf euch. Ich habe einfach keine Lust mehr. Weißt du, ihr seid immer so schwach. Ihr seid super nervig und es dauert einfach so lange, bis ich mit euch fertig bin. Oh, die Welt geht unter. Wir werden alle sterben. Oh mein Gott, ist das schlimm. Mein Gott, Alter. Wieder hier beim Maskenball angekommen. Anders kann ich mir die Frisur nicht erklären. Und der Typ hat ein verdammtes Mamfaxo. Wir sind am Ende des Spiels angekommen und die haben Bronze. Ich werde nichts sagen, aber in dem Kraterberg habe ich ein Bronze und Level 42 getroffen. Ein wildes. Und die haben Bronze. Nee, Leute, mir reicht es. Das war's. Wir machen einfach ganz gechillt mit dem guten Teil des Spieles weiter. Und der beinhaltet ganz bestimmt keine Kokosnussköpfe. Und nein, dich beinhaltet die leider auch nicht. Sondern diesen Ort. Und damit natürlich auch diesen Trainer. Los, Volkner, du bist der letzte Arena-Leiter, den ich besiegen muss. Und danach geht's los mit der Pokémon-Liga. Okay, er fängt mit einem Raichu an. Das ist sehr interessant. Ist die Frage, was kannst du gegen meine Svetlana machen? Ich habe keine Bodenattacken, aber ich denke, das ist kein Problem. Denn Svetlanas Ableit-Hieb macht unfassbar viel Schaden. Und er schickt natürlich ein Normal-Pokémon in meinen Kampf-Pokémon rein, das ist natürlich klar. Ich meine, wie sollte man es auch anders machen? Okay, fast mit einem Schlag besiegt. Ich gehe aber mal davon aus, dass Svetlana schneller ist und dann war das das Peinlichste, was ein Arena-Leiter jemals getan hat. Ach du Heilige, ein Volltreffer bei einer... Ja, genau, okay, alles klar. Es ist schneller als Svetlana. Ich bin schockiert. Und deswegen werde ich Svetlana jetzt wiederbeleben. Denn Svetlana hat nichts falsch gemacht und dementsprechend darf sie auch weiterkämpfen, okay? Warum kann das Donnerblitz? Und natürlich paralysiert es mich sofort. Was zum Teufel ist denn das für ein Schaden? Willst du mir zufällig gerade irgendwas beichten oder so? Und der schickt wieder Raichu ein. Das hat sich ja sowas von gelohnt. Und der will wieder auswechseln? Ja, der hat irgendwie keine Lust drin zu bleiben. Was ist denn mit dir los? Hast du irgendwie zu viel Angst vor meinem Medital? Jetzt hat der auch noch eine Octillerie. Was ist denn das für ein Arena-Leiter? Aber hey, endlich kann ich mal Schnappi reinbringen. Mann, das hat ja gefühlt gar keine Stage-Time. Naja, aber was willst du machen? Man braucht halt keine...
Pflanzen-Pokémon in diesem Spiel. Oh mein Gott. Okay, Schnappi, bitte One-Hit-KO. Ja, okay, fast. Na gut, dann Schnappi war ein netter Versuch, aber wir überlassen es dann doch mal eher Yeto, okay? Und er setzt Top-Genesung ein. Warum? Okay, er macht weiter in Aurora-Strahl. Das macht keinen Schaden. Weißt du, was Schaden machen wird? Dieser verdammte Holzhammer und BAM! Tot! Einfach zermatscht. Und da haben wir wieder Raichu. Lass mich raten, das macht sofort Voltwechsel und will wieder abhauen. Ja, das war absolut klar. Und da kommt auch sein Luxtra. Okay, und ich wette mit euch, dass es Feuerzahn kann. Und Eiszahn. Oh, wer hat's gedacht? Okay, dann heißt es jetzt Voltenso gegen Voltenso. Mein Voltenso ist 3 Level niedriger, aber mein Voltenso... Oh, seins kann schon Knirscher. Okay, vielleicht ist Bucky doch nicht unbedingt cooler. Okay, noch ein Ableittipp und dann war's das, aber der setzt wahrscheinlich noch eine Top-Genesung ein. Und er hat natürlich eine Zitrobeere, das heißt, er setzt keine Top-Genesung ein. Okay, alles oder nichts. Autsch. Turmkick! Und es trifft und... Das war's! Ich habe Luxra besiegt. Hätte auch nach hinten losgehen können. Da wäre ich wahrscheinlich gestorben. Achso, warte mal. Den seinen Angsthase ist ja noch da. Das hatte ich nicht erwartet. Naja, vielleicht sollst du da mal irgendwas anderes einsetzen. Wangenrubbler? Oh, okay. Er hat mich gehört. Warum setzt du jetzt eine Attacke ein, die eine ultra niedrige... Oh, warte mal. Voltwechsel ist leer. Okay, macht Sinn. Lieber Volkner, das war absolut erbärmlich. Es würde mich freuen, wenn du die Johto-Region kennst. Ein neues Johto-Remake mit dieser Grafik, das würde ich auf gar keinen Fall ablehnen. Genauso wenig, wie ich dich ablehnen würde, Jasmin. Okay, dann nehmen wir uns mal das letzte Sklaven-Bidizar und schwimmen aufs offene Meer hinaus. Ganz genau. Und bekämpfen keine Trainer. Verdammt! Ja gut, das hat wohl nicht so funktioniert. Die schöne, gechillte Musik fängt an. Und wir werden uns jetzt... zu den letzten Kämpfen begeben. Die Pokémon-Liga. Alter, das Ding sieht heftig aus. Wie so ein fettes Schloss. Naja, ich bin bereit. Das ist mein finales Team. Mit dem werden wir uns jetzt erstmal meinem Hinterteil widmen. Ganz genau. Danach riecht es nie wieder so, als hätte jemand irgendwo hingemacht. Okay, er fängt mit Staraptor an. Da habe ich natürlich den perfekten Lead in diesem Kampf. Da muss ich wohl erstmal auswechseln. Okay, Sparky, mit dir sollte das Ganze ja gar kein Problem sein. Es macht Sonnentag. Okay, Funkensprung. Und... Es hat einen Fokusgurt. Warum das? Das ist natürlich nicht so geil, aber da ich weiß, dass er jetzt ein Fall-Pokémon reinschickt, bin ich vorbereitet und werde Svetlana wieder reinschicken. Ganz genau. Okay, da kommt noch ein Flammrad. Kann es Svetlana töten? Nein, natürlich nicht. Und dann war es das auch mit dem Galoppa. Also jetzt kommt Shelterar. Oh, da werde ich jetzt sehr wahrscheinlich ein Erdbeben oder sowas abbekommen, aber mein Ableittipp macht trotzdem ultra viel Schaden. Und Holzhammer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe überlebt. Svetlana liebt mich so sehr. Dankeschön. Okay, alles oder nichts. Turmkick. Und es trifft wieder einmal. Und das war's mit dem Shelterar. Ich bin natürlich schneller als das dicke Ding, ne? Von daher kein Problem. Und jetzt kann ich mich auch ganz gechillt wieder aufheilen. Sie ist einfach der absolute Hinterteilkiller. Und das war's mit Relaxo. Skaraborn. Da würde ich sagen, schicken wir ganz gechillt Sena rein. Und mit Sena werden wir erstmal ausgeraubt. Sehr schön. Danke. Aber ich trage eh kein Item. Ups. Aber naja, das war's auf jeden Fall mit Hinterteil. Und damit sind wir ihn für immer los. Ach, Hinterteil. Weißt du, es war wirklich schön, dass du da warst, aber es ist halt viel schöner, wenn du nicht da bist. Okay, es geht los mit der Top 4. Okay, wir haben natürlich Yeto hier am Start und ich würde sagen, wir machen straight up eine Lawine, da ich sowieso langsamer bin als das Pudox. Jawohl, da kommt Käfergebrumm. Das wird nicht mit einem Schlag besiegt, das ist klar. Und da kommt eine Lawine und die macht doppelten Damage, ist aber trotzdem nur die Hälfte. Gift, oh mein Gott, die ganzen Pokémon haben alle Items oder was? Okay, das wird auf jeden Fall noch interessant. Es macht Lichtschild, weil ich speziell angreife. Bro, die Trainer sind actually smart. Okay, wie viel Schaden können wir noch machen? No, es ist trotzdem jetzt ein KO. Also von da... Es heilt sich auf. Bro, du bist der ekelhafteste Trainer, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Wie soll ich denn das jemals besiegen? Ich meine, das wird mich niemals besiegen können, aber ich werde es selber niemals besiegen können. Boah, ich sehe es schon kaum, Alter. Irgendwas in meiner AP leer. Oh Mann, oh Mann. Jawoll, Alter. Das ist so ein Spaß. Ah, ich liebe es einfach. Komm schon, komm schon. Jawoll. Boah, das war so abartig, ey. Okay, als nächstes kommt Papinella. Boah, ich wette, das macht genau die gleiche Strategie. Es kann Spukball. Wow. Mir aber auch vollkommen egal. Es macht Faltereig. Das wird ja immer spannender. Aber ich bin Blizzardos. Von daher kannst du machen, was du willst. Ich werde trotzdem gewinnen. Also jetzt kommt Skaraborn. Oh, das hatten wir doch erst. Auch da habe ich wieder absolut nichts Effektives. Von daher würde ich sagen, mache ich erstmal eine Donnerwelle. Schau, was er macht. Er macht Erdbeben. Ach, du Heilige. Warum kann das Ding Erdbeben? Okay, dann haben wir hier eine Donnerwelle. Und werde einfach Catriel reinschicken. Die wird das locker wegstecken. Gar kein Problem. Es macht Fassade. Oh mein Gott! Der Typ ist davon ausgegangen, dass ich irgendeine Statusveränderung versuche und er kann Fassade. Ich bin absolut schockiert. Okay, Svetlana, komm. Please.
Tu it KO. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Jawoll! Komm, Svetlana, mach es fertig. Und tschüss. Das war's auch mit dem Skaraborn. Das war super gruselig. Und als letztes kommt Hon Weisel. Okay. Okay, da kann ich auf jeden Fall Sena reinschicken. Das ist kein Problem. Und dann machen wir ganz gechillt einen Eisstrahl. Ich wette, die hat auch irgendwie eine Elektroattacke auf dem Vieh. Blockbefehl. Das bedeutet, Verteidigung steigt und die Spezialverteidigung. Oh, das ist natürlich jetzt... Oh Gott. Das ist die stärkste Top 4, die es jemals gegeben hat. Wahnsinn. Naja, vielleicht kann ich sie irgendwie einfrieren. Boah, ich mache einfach gar keinen Damage mehr. Jawoll, ich hab's eingefroren. Was? Es ist direkt aufgetaut? Das ist ein Scherz. Dieses Spiel ist der größte Betrug überhaupt. Geil, nochmal Blockbefehl. Plus 3 in beiden Verteidigungswerten. Jawohl, Sparky ist schnell. Okay, dann war es mit dem Hon Weisel. Dieser Kampf war absolut anstrengend. Er hat einen Piantragi. Oh mein Gott. Ich dachte, Hon Weisel wäre sein stärkstes Pokémon. Aber hier kommt Metallstoß und... Boah, das ist so viel Schaden. Nein, er macht keine Top-Genesung. Nice, der hat schon alle verschwendet. Das ist sehr, sehr gut. Und Catriel macht einen Eisenschädel. Und das war's mit Pion Draghi. Sehr gut gemacht. Okay, dann kommt jetzt der nächste Trainer. Okay, ich bin bereit, Theresa. Let's go. Selbst die Oma sieht einfach als Chibi total süß aus. Die hat einen Moorlord. Ich dachte, die war vom Typen Unlicht. Aber na gut, wir schauen mal. Okay, was setzt ihr denn ein? Erdbeben, natürlich. Die Trainer in diesem Spiel lieben Erdbeben. Und das macht übelst viel Damage, weil es natürlich auch Step ist. Klar. Überreste. Oh. Okay, Schnappi, wir kriegen das hin. Wir haben Gigasauge. Das heißt, wir können es immer wieder aufladen. Und da kommt ein Erdbeben. Ich habe Schwebe. Schnappi ist einfach das Coolste. Ich weiß genau, dass jetzt ein Eisstrahl oder sowas kommt, aber das ist mir egal, denn Schnappi ist schneller, macht einen Gigasauger, besiegt dich mit einem Schlag und dann bist du direkt schon weg. Sehr gut gemacht, Schnappi. Und als nächstes kommt Welser. Ach, da können wir doch direkt das Gleiche nochmal machen. Na komm, Schnappi. Vierfach Schwäche gegenüber. Na. Brauchst du gar nicht erst versuchen, du wirst sterben. Was hat die jetzt für ein Pokémon? Hat die Wasser oder hat die Boden? Ich dachte, die hat Unlicht. Sie hat einen Mogelbaum. Was ist denn das? Schnappi, Alter, das ist dein Video. Jetzt hast du endlich die Möglichkeit zu zeigen, was du drauf hast, indem du einfach jedes Pokémon mit einem Schlag besiegst. Und sie hat Geowatz. Okay, die hat Bodengestein-Pokémon. Das habe ich ja mal null in Erinnerung. Gar kein Problem, Schnappi, oder was sagst du? Oh, okay, interessant. Warte, das Ding war schneller als Schnappi? Das ist ein verdammter Stein. Der kann sich doch gefühlt gar nicht bewegen. Okay, Schnappi überlebt das. Natürlich. Diesmal habe ich keinen Gigasauger eingesetzt und ich habe nur noch 3. Und das war's. Und jetzt kommt Hippoteros. Ach, auch das Ding ist ultra langsam. Es ist schneller als Schnappi. Dass es Eiszahlen kann, überrascht mich jetzt wirklich null. Ich weiß nicht, in welchem Universum das Sinn macht, aber okay. Und dann machen wir ganz gechillt einen Holzhammer und bam! Weiter geht's mit dem nächsten Top-4-Mitglied. Und dieses Mal ist es der gute Ignaz. Tja, jetzt wäre es natürlich cool, wenn er Kurtel hätte, ne? Könnte er direkt die Fähigkeit ausnutzen. Aber wir werden erstmal eingeschläfert. Boah, das wird bestimmt ein geiler Kampf. Ein zweiter Eisenschweif, der macht super viel Schaden, aber erstens haben wir hier die wundervolle Beere und dann natürlich noch der Ableithieb, der super viel Schaden macht und Svetlana wieder komplett aufheilt. Tja, was nun ist die Frage? Natürlich einfach wieder einschläfern. Egal, wir machen ganz gechillt einen Surfer, Galoppa wird sterben. Und wenn ihr jetzt kein Pokémon mit Sonntag hat, dann war es das eigentlich schon. Sehr gut gemacht, Sena. Und als jetzt kommt trifft Zeppeli. Okay, ja, natürlich, weil das Ding Elektro-Attacken kann. Ich muss schon sagen, die Trainer haben wirklich sehr gut durchdachte Movesets. Und es setzt Irrlicht ein. War klar, dass das wieder trifft, aber der Spezialangriff von... Oh mein Gott, nein. Ja, wir müssen halt noch einen Blizzard treffen. Okay, an welches Pokémon gibst du jetzt Komprimator weiter? Panferno. Okay, das ist Hilfe. Okay, Sena, du bist das einzige Pokémon, was in meinem Team noch übrig geblieben ist. Das bedeutet, du musst es mit einer Wasserdüse besiegen, ansonsten war's das. Please. Dankeschön. Jetzt nur noch das trifft Zeppeli. Okay, ich wurde verbrannt. Das sollte funktionieren. Ersetzt Komprimator ein, natürlich. Jawohl, es trifft. Sehr gut. Und das war's mit dem trifft Zeppeli. Boah, wir haben Ignaz besiegt. Alter, der Kampf war ultra knapp. Ich hatte nur noch Sena. Okay, das letzte Top 4 Mitglied und höchstwahrscheinlich auch das schwierigste. Genau. Der Typ mit der Dauerwelle. Okay, los geht's. Okay, da haben wir auf jeden Fall Pantimos. Ich denke mal, es wird direkt Lichtschild und Reflektor machen. Ja, natürlich. Oh, da kommt der Psychokinese. Okay. Wo ist der Reflektor? Oh mein Gott, macht das viel Schaden. Komm schon, Schnappi. Jawoll, es ist eingeschlafen. Wetten, es wacht direkt wieder auf. Naja, Pantimos ist vom Typen Fee, von daher, er wechselt aus. Girafarik? Bro, was hat denn der für ein Team? So, jetzt kommt hier mein Käferbiss. Wie viel Schaden kann ich machen? Nicht viel, weil der Stärke 60 hat. Aber I'm sorry, das ist alles, was die Burma Dame so gelassen haben. Mehr kann es nicht lernen. Oh, perfekt. Okay, es greift trotzdem an und er wird Top-Genesung einsetzen. Na gut, dann mache ich es einfach auch mal. Da kommt ein Käferbiss, da kommt direkt noch einer und das war klar. Da kommt der letzte, das war's mit dem Girafarik. Okay, jetzt kommt Meditalis. Oh, da müssen wir natürlich jetzt ultra aufpassen. Deswegen schicke ich Schnappi rein und versuche, es einzuschläfern.
Okay, da kommt ein Turmkick. Der Turmkick macht... Was? Was zum Teufel? Ja, 3 Turmkicke hintereinander, alles klar. Kannst du Schnappi jetzt mal bitte in Ruhe lassen? Wie oft willst du denn noch treffen? Die haben irgendwas mit der Genauigkeit gemacht. Ach, das Ding kann seinen Kopfstoß... Bro, warum kann ich das nicht? Ja, natürlich One-Hit-KO. Ich habe nur noch 2 Pokémon, alles andere wird ge-One-Hitted. Alter, kannst du bitte mal dein Leben chillen? Meine Güte. Und natürlich trifft es wieder und das war's dann auch mit Sparky. Jedes Pokémon ist One-Hit-KO, what the fuck? Alter, was ist denn das? Meine Güte, ey. Boah, also das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Okay, das war's mit dem Meditalis. Und ach, Simsala. Eieiei. Ränkeschmied. Oh, perfekt. Und eine Schockwelle. Das war's. Xena, du magst mich viel zu sehr. Du bist toll. Turmkick. Let's go. Jawohl! Oh mein Gott! Okay, jetzt kommt's drauf an. Alles oder nichts. Wird die Wasserdüse killen? Ja, es wird killen. Okay, sehr schön. Das war's mit dem Simsala. Ich hab's geschafft und damit ist mir alles egal. Dann, Leute, ist es soweit. Wir kämpfen gegen den letzten Trainer. Und danach haben wir das Spiel durchgespielt. Vorausgesetzt natürlich, wir schaffen es. Eieiei, okay. Und als erstes Pokémon schickt sie ihr Krippuck in den Kampf. Das ist super. Keine Schwächen außer Fee. Aber ich habe kein Fee. Okay, da kommt eine finstere Aura. Die macht... Einfach mal doppelt so viel Schaden wie ich. Nice. Sie wechselt aus. Warte, in was? Gastrodon, weil Sturmsog hat, natürlich. Los, Schnappi. Komm, du hast Schwebe. Und? Okay, keine Erdkräfte, sondern Erdbeben. Dann ist es jetzt soweit. Komm, wir machen Gigasauger. Wir sind schneller. Das ist klar. Ich meine, es ist eine Schrecke. Und dann war es auch schon mit dem ersten Pokémon. Das ist sehr gut. Dann würde zuerst wahrscheinlich Togekiss reinkommen, oder? Roserade. Dann können wir auf jeden Fall Catriel reinschicken, denn die Stahl... Oh mein Gott, Alter, ein Volltreffer. Mhm, genau. Macht auch Sinn. Und jawohl, mit einem Schlag besiegt. Catriel, du bist die Beste. Was? Natürlich bekommt die Volltreffer. Wie oft denn noch bitte heute? Was soll denn das? Ah, ja, okay, dann schicken wir Yeto rein. So, wir sind noch schneller. Und bam. Weg ist es. Lucario, ach, das hat die auch noch. Leute, ich habe keine Ahnung mehr, was die im Team hatte. Das letzte Mal hatte ich einen Randomizer gespielt. Und er setzt natürlich Aurasphäre ein. Warte, hatte das nicht irgendwie Special Defense Drop oder so? Oh mein Gott! Es trifft aber und deswegen BAM! Mit einem Schlag besiegt. Danke, Svetlana. Milotic hat die auch noch. Oh mein Gott, ich habe ganz vergessen, dass die ja 6 Pokémon hat. Wait, hat die kein Togekiss? Ich dachte, die hat einen Knackrack noch. Hä, wo sind die Togekiss hin? Also Milotic ist halt jetzt echt kein Problem. So, es hat eine übelst gute Spezialverteidigung, aber sonst. Siedewasser. Wetten, ich werde verbrannt. Na? Habe ich es nicht gesagt? Also dafür müsst ihr jetzt einen Daumen nach oben geben. Denn jetzt geht es mir ein bisschen schlecht. Jetzt kommt mein Holzhammer und... Komm schon. Das wird nicht mal ein Two-Hit-KO. Okay. Ersetzt Geneso ein. Du bist so eine eklige, weißt du das? Oh mein Gott. Jetzt muss ich mich wieder mit dem Pokémon rumschlagen, das 50 Mal Genesung spammt. Okay. Ich habe eine Idee. Ich mache jetzt eine Lichtkanone auf Milotic. Das bedeutet, es wird in den gelben Bereich kommen. Und danach werde ich zu Sparky einwechseln und versuche mit einem Funkensprung das Ding zu killen. Vielleicht bekomme ich sogar noch den Special Defense Drop. Das wäre sehr, sehr nice. Okay. Da kommt Siedewasser. Wäre natürlich jetzt super lustig, wenn das verbrennt. Ha, 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 ha. Macht so viel Spaß, wenn die Top 4 einfach doppeltes RNG hat. Jawohl, Sparky hat überlebt und jetzt halt... Nein, das war doof. Ich hätte Donnerblitz einsetzen sollen. Jetzt mache ich nämlich gar keinen Schaden. Jetzt kommt sie in den roten Bereich, macht Top-Genesung und dann hasse ich einfach alles. Jawohl, Alter, sie setzt Top-Genesung ein. Geil, Mann, ich liebe es. Jawohl, sie macht Genesung. Und ich krieg nicht mal den Spezialverteidigungsdrop. Was ist denn das? Also wirklich nie. Und wieder Genesung, kein Spezialverteidigungsdrop und wieder keinen. Ich habe jetzt 7 Mal Lichtkanone eingesetzt und kein einziges Mal den Special-Defense-Drop bekommen. Während sie mit jedem zweiten Siedewasser die Verbrennung bekommt. Jo, Xena liebt mich so sehr, dass es einfach die Verbrennung geheilt hat. Ach, und jetzt bin ich sogar schneller? Oh, weil sie Spiegelcap einsetzt. Jawoll! Yeto, wir müssen es beenden. Und zwar ganz, ganz dringend. Okay, jetzt. Du blöde Kuh! Ist das dein verdammter Ernst? Boah, du bist so ein Müllhaufen, Alter. Oh mein Gott. Bro, der Kampf geht schon über eine halbe Stunde. Jawoll! Ich habe auf jeden Fall den Spaß meines Lebens mit diesem Spiel. Und da ist sie wieder voll. Das dauert mindestens 5 Runden, bis sie wieder da angekommen ist. Okay, meine 10. Lichtkanone. Wetten, es kommt kein Special Defense Drop. Oh, wer hat's gedacht? Jawohl, Genesung. Dass das Ding überhaupt Genesung kann, ist einfach so unfassbar dumm von... den Entwickler. Oh, okay, cool. Hm. Genesung. Oh, nice. Ihre AP von Siedewasser und Eisstrahl sind leer. Das bedeutet, sie kann keinen Schaden mehr machen. Ihr könnt euch also vorstellen, wie lange der Kampf schon dauert. Und... das war's.
Oh mein Gott, ey, das war wirklich der schrecklichste Kampf, den ich jemals in meinem gesamten Leben durchstehen musste. Und das ist nicht mal übertrieben. Und es kann Gifthieb. Okay, das ist interessant. Jetzt müssen wir halt nur noch das Knackhack besiegen. Erdbeben wird Xena locker wegstecken, das ist kein Problem. Was würdest du denn gegen Cat einsetzen? Ein Schwerttanz, um den Angriff zu... Ja, natürlich, klar. Da komme ich mit meinem Team aus Low-Tier-Pokémon leider nicht weit. Oh, der Hagel ist weg. Okay, das war's. Der Kampf ist... Ach, wobei, Yito lebt noch. Ich glaube, das war's, oder? Knackhack ist schneller als mein ganzes Team. Schwerttanz one-headed alles. Ja, ich glaube, das war's. Wir können nur ein Schutzschild machen. Es ist noch nicht vorbei. Ich weiß, dass du Spaß hast. Du hast mich jetzt 30 Minuten lang mit Genesung, Verbrennung und was weiß ich nicht alles genervt. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich liebe dieses Spiel. So, du blöde Kuh. Wenn du wirklich dachtest, dass du mich besiegen könntest, dann liegst du absolut falsch. Keiner kann mich besiegen. Ich habe die absolut stärkste Pokémon-Armee, die du jemals in deinem verdammten Leben gesehen hast, okay? Los, Felino! Du schaffst das! Wenn ihr dachtet, ich gebe so einfach auf, nein, Leute, ihr kennt mich nicht gut genug. Wir haben jetzt eine Pokémon-Armee voller super starker Pokémon, mit denen ich Cynthia locker besiegen werde. Das sind alle Pokémon, die ich gefangen habe, aber nicht ins Team genommen habe. Und die wollen natürlich auch zeigen, was sie drauf haben. Das war geplant. Es war von Anfang an geplant, gegen die Alte zu verlieren. Und ich habe garantiert keine Angst vor der. Die wechselt aus. Die hat viel zu viel Angst vor meinem Felino gehabt. Mann, bist du cringe. Aber nur mal so, du hast absolut keine Chance gegen mein Gastrodon, denn meins ist stärker. Siehst du, meins hat sogar Erdkräfte und deins? Erdbeben, Alter, peinlich. Ach, Felsgrab, wie süß. Weißt du was? Ich habe Steinkante. Ja, kannst du mal sehen. Lol, wie sie denkt, sie könnte mit ihrem Roserade irgendwas bewirken. Nein, kannst du natürlich nicht, denn dafür habe ich mein wundervolles Wampel. Los, Wampel, Käferbiss! Los, Gastrodon, mach es fertig, Mann. Ich habe keine Lust mehr auf die, die ist viel zu schwach. Die hat gar keine Chance. Ach, da kommt ja wieder das Milotic. Aber weißt du was? Kannst du bitte einfach Insolvenz anmelden oder so? So, als Champion machst du dich halt einfach nicht so gut. Oh, als nächstes kommt Lucario. Wohl eher Lucaritot. Ha, Knackrack. Ach, wie süß. Tja, und das war's dann wohl. Was für eine Enttäuschung, Alter. Selbst Hinterteil war stärker als du. Tja, und damit war's das. Damit bin ich offiziell Champion. Ich hab's geschafft, Mann. Gar kein Problem mit den schwächsten Pokémon aller Zeiten. Okay, und das war's jetzt. Abonniert meinen Kanal, lasst dem Video einen Daumen nach oben da und dann tschüss.